So, ich muss dir mal eine Einladung schicken, sofern es geht. Ich habe immer noch den Ladescreen. Mordiff ist offline. Okay. Ach, das ist überraschend. Ich bin eigentlich online. Du wirst mir jetzt offline angezeigt. Ich hasse sowas. Jetzt liegt's an mir oder was? Am Modi einladen. Jetzt müsste es endlich. Ja, sollte. Spieleinladung geschickt. Du müsstest einen gekriegt haben. Ja, jetzt habe ich sie hier auch gekriegt. Jetzt kann ich Sehr vielleicht schön. beitreten. Ja, ich kann. Ach ja, da war ja was. Ich muss das Spiel wieder schließen und Ja. dann muss ich annehmen und dann lä lädt es vielleicht Aber rein. mal ganz in Nein, ich Ruhe. kann, schick mir gerade noch mal eine. Ich kann nämlich gerade nicht beitreten. Eine Sekunde, kriegst du. Fehler social.error.game.game not ready. Fantastisch. Das liegt an dir, also. Ja, du bist auch Das wieder Spiel ist offline. anscheinend nicht installiert. Du bist auch wieder offline gerade. Soll ich dir einfach kurz Goat Simulator 3 kaufen? Jetzt hat sich Kannst du Epic es nochmal minimiert. Was ist zum Ficken? Ist hier kannst du es nochmal neu los? installieren? Was ist los? Was Jetzt wird's jetzt? ausgeführt. Jetzt hat's funktioniert. Ach ja, schön. Es wäre kein normaler Stream, wenn alles funktionieren würde. Uns würde irgendwas fehlen. Also es wäre irgendwie ein bisschen. Wenn alles top laufen würde, wäre das wäre irgendwie, das käme mir komisch vor. Das ist objektiv korrekt. Da hätte ich Probleme mit. Also das wirklich dann irgendwie schon, das wäre zu sass. Aber keine Probleme, also das Spiel läuft, Technik, alles in Ordnung, alles funktioniert. Das wäre zu gruselig. So kommst du, schaffst du es jetzt rein, oder? Ja, es lädt ja. Ich melde mich gerade an. Alles gut. Spieleinladung erhalten. Cool. Wenn ich jetzt nicht direkt drin bin, dann werde ich sauer. Ich bin nicht direkt drin. Noch Gruppenbeitritt. Ah, Es doch, ich habe funktioniert. da einen Traummenschen. Yay. Mein Charakter ist ein Roboter, aber trotzdem. So, ich klicke mal auf Weiter. Gut. Glücksspiel, hast du gesagt. Gut. Hast du denn noch genügend Coins? Ich glaube, das haben wir das letzte Mal oft Nein. ausgegeben. Müssen wir erstmal noch ein bisschen Aktion machen. Noch ein bisschen Ja, das Mission heißt wieder machen. runter und Sidequests machen. Da hatten wir ja, glaube ich, noch ein paar. Die Hauptquest weiter verfolgen. Nee, wir wollten heute Sidequests machen. Einfach ganz entspannt. Ja. So wie beim letzten Mal entspannt und einfach alles genervt, alles verbuggt, alles scheiße. Ich kann auch heute nicht zu lang machen. Muss auch ein Siehst bisschen du, Schluss machen. ich habe auch noch Dinge vor, also passt mir eigentlich ganz gut. Ist das Ding an? Test, So Test. 3, 4 Stunden, Hey, würde ich sagen. Kammerjäger, wir haben eine Das Ding Gelegenheit ab. für dich. Das willst du nicht Wir verpassen. werden uns schon die ersten Quests gegeben, oder was? Ich meine, ja. Nein, das sind die DLCs, die beworben werden. Na, okay. Ich Dann glaube, geh die du haben wir mal alle nicht. vor. Ich weiß nicht, wie man hier rauskommt. Glaube, da vorne irgendwo. Ich guck mal, ich habe da ein Ausrufezeichen. Ich gehe mal zum Ausrufezeichen. Es gibt endlich Ausrufezeichen hier. Hier geht's lang. Bei Also vorne Bild, zum. Premiere. Hier, da ist was. Hier geht's vorne zum Dingens, zum. Hast du den Auf der Brücke Saurianer geht's hier gesehen, lang. der oben haust? Maurice. Dennis meinte, er habe friedliche Absichten. Aber das glaube ich keine Und Sekunde. hier. Ich sehe doch, wie er die Menschen an Bord anglotzt. Der hat Hunger. Und ich denke, er Wie frisst hießen die Menschen. nochmal, die Sirene Ich hier? habe beobachtet, wie er einen Sack in seine Bude Hier geschleppt was von hat. So uns. groß
aus wie ein Mensch. Sieh mal zu, was du rausfinden kannst, Kammerjäger. Okay, wir untersuchen die Gerüchte. Das magisch an. Dann kannst du schon irgendwie runter, oder? Ja, wir müssen irgendwo ein Kriegsdingens da. Lilith möchte was von uns. Soll ich mit dir reden, oder? Das ist die Hauptquest weiter. Das ist die Hauptquest. So, ich habe gerade was aktiviert. Wir müssen, glaube ich, hier durch die... Wo kommen wir runter? Ja, ich habe die Quest mit dem Dinosaurier, die gerade aufgeploppt ist, aktiviert. Okay. Das heißt, mit dem reden, glaube ich. Ich glaube, wir müssen hier durch die... Gehen wir hier nicht rüber drunter? Ja, hier müssen wir nach Promethea. Sei gegrüßt! Was treibt dieser Warmblüter so? Oh, hi Maurice. Ich versuche bloß dieses lebensgroße Kopfkissen meines Helden Exton in meine Kabine zu boxieren, aber das Teil ist mörderschwer. Wir müssen ja am Terminal das machen, wenn ich kann. Ja, ja. Hör dir erstmal die lustige Story an. Du nimmst Maurices Hilfe zur Bewältigung dieser Aufgabe an. Ehrlich? Vielen Dank! Du bist der Beste, Maurice! Maurice hat jemandem geholfen? Nein, das kann nicht sein! Da ist doch was faul! Finde heraus, was, Kammerjäger! Was ist denn mit dem Typen? So, runter auf die... Wie gesagt, ich gehe hier gerade der Quest nach, weil die ist nur hin und her rennen. Ich habe den Ausrufezeichen bei Promethea. Also mal da. Ja, das ist schön für dich. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal hier die Quest, damit wir das durchhaben. Okay, und vielleicht noch ein bisschen Belohnung kriegen. Du hast die Quest auch angezeigt. Oh ja, die ist hier irgendwo. Hier. Nee. Keine Ahnung. Wir müssen eins hoch. Geht's noch eins hoch? Ich weiß nicht, ob es noch hoch geht. Ja. Sicher? Wo? Hier, bei, da wo du bist. Auf der Ebene. So. Das muss hier irgendwie noch höher gehen. Ah, da oben. Ach, da so ein Ding, was du einsammeln müsstest. Schon wieder pumpige Kekse. Tut mir leid, Leute. Damit hat sich Larrys Brunch diese Woche erledigt. Maurice hat sowas schon erlebt. Du gibst Eier von der ökonomischen Zeitwespe in den Teig. So kommen die Kekse fluffig aus dem Ofen und butterig. Wow, danke Maurice, du bist der Beste. Hey Leute, Maurice hat Larrys Brunch gerettet. Nein, 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 das ist doch alles Humbug. Maurice ist ein Saurianer, ein kaltblütiger Killer. Er muss was im Schädel haben. Wiedersehen. Ich habe eine Waffe gewonnen. Ah, schön. Ich hätte doch noch ein bisschen. Wo verkauft man die Waffen? Ah, hier. Irgendwo bei einem Händler, bei den Automaten. War's. Waffen für jede Gelegenheit. Wo ist es? Mein signiertes Exemplar von Digby Vermoos bestem Album Sexy Saxophone Sounds. Oh nein, es darf nicht weg sein. Maurice hat das hier im Claptraps Schrank gefunden. Er wollte es im Echonet verkaufen. Du solltest es das nächste Mal besser verstecken. Der Hammer! Ich kann kaum glauben, dass du es wiedergefunden hast. Und das Autogramm ist unversehrt. Maurice, du bist mein Liebling. Ich hab wieder Geld. Ich kapier das nicht. Er ist so nett. Ich muss nachdenken, Kammerjäger. Gib mir einen Moment. Kammerjäger, Maurice hat was von deinen Nachforschungen spitz gekriegt. Geh zu ihm zum Reden. Der ist irgendwo vorne. Wir sehen uns sicher nochmal. Ja, ja, wir gehen. Hier oder? Oben. Der Kriegstreiber Marcus traut Maurice nicht. Das ist verständlich. Maurice ist auf einer Friedensmission und das schadet seinen Geschäften. Überbringe Marcus ein Geschenk. Na. Die Schenkungsrituale der Warmblüter bleiben rätselhaft. Da, wo er... Ja, ja! Das perfekte Geschenk für den Kriegstreiber Marcus.
Du bringst es ihm. Ich habe einfach irgendeins genommen. Ist schön. Hier ist noch ein Lock. Bewusst, Markus. 5 weitere Missionen und dein Vertrag ist erfüllt. Dann kannst du abzwitschern. Oh je. Das hast du schon vor 5 Missionen gesagt. Was ist das? Ein Geschenk? Von Maurice? Ha! Da kommt Rauch aus dem Päckchen. Nimm es weg. Bring es da drüben hin. Hier hin. Ha! Ich wusste es. In dem Geschenk muss ein Nervengift sein oder irgendeine Säure, die mir das Gesicht wegätzt. Maurice hat versucht, mich umzubringen. Ich wusste, dass er nichts Gutes im Schilde führt. Ha, was für eine Erleichterung. Das Letzte, was ich brauche, ist jemand Nettes an Bord. Was diesen Ort zusammenhält, ist die Tatsache, dass wir uns alle jeden Moment gegenseitig abmurksen können. Danke für deine Nachforschungen, Kammerjäger. Ein gesichtsverätzender Erfolg. Der Kriegstreiber Markus versteht nur die harte Tour und fürchtet sich vor Wärme. Auch wenn Maurice in friedlicher Absicht hier ist, kennt er sich doch mit der Diplomatie des kahlen Ausfahrens aus. Du hast Maurices Wertschätzung verdient. Mission abgeschlossen, juhu. Geld. Ein Kammerjäger. Geld. Wir haben Geld. Gleich ausgeben. Schon dabei. Man kann es auch für Verbesserungen ausgeben, aber was so ist. Nein, ich habe schon aber gesagt, das wäre sinnvoll. Ich mache das nicht. Oh oh. Warum bin ich so... Autsch. Dieser Bus ist einfach zu klein. Basta! Krieg die Granaten. Ja, mal auf Kopf. Ich kann das Geld verspielen. Ja. Mist. Casino. Casino-Stream heute. Ich gehe mal wieder runter. Wir müssen also dann mal wir die. Wir gehen wieder runter. Dann können wir die Quests machen und dann passt das. Warte, ich muss hier noch ein bisschen Waffen verkaufen, weil ich hier bekommen habe. Oh, ich sollte trainieren. Das Geld fallen gelassen. Ich werde nie Skag lernen. Oha. Ich hab ein Dingens für dich gefunden. Objektpunkte für deinen Charakter. Okay, dann gib mal her. Wo ist der ab? Liegt hier rum. Es ist alles so scheiß sinnlos. Ich hab eigentlich schon relativ gute. Aber wenn wir mal so machen. Hast du gehört? Ja. Liegt hier beim Slot-Automaten. Das ist besser. Mistgeld habe ich noch. Ich brauche ein Hobby. Neben dem Gewichtheben. Es ist exakt dasselbe, was ich schon ausgerüstet habe. Schön. Aha. Sehr schön. Der Bus ist einfach zu klein. Nee, Quatsch. Ist es nicht. So. Oh, ich habe kein Geld mehr. Sehr schön. Wir müssen noch kurz Waffe verkaufen, dann können wir runter. In Schränken ist auch mal was drin. Nee, das war hier oben. Yo! Kammerjäger. Das ganze weiße Zeug verkaufen. Egal, was ich einkaufe, ich finde
Giert-Einkäufer. Sie sehen klein aus, aber nur weil sie so weit weg sind. Mach das mal, ich gehe in der Zeit mal was zu essen holen. Mach's endlich fertig. Und jetzt geht eine Feinde. So. Wo geht's zur Quest? Da drüben. Okay, wir können aber hier nur zu Sanctuary. X-Orbitalansicht. Hier müssen wir hin. Verbindet das im Menü, ich kann nicht schnell reisen. Oh, ja, dann schnell reiß mal, ich hol mir jetzt was zu essen. Aha. Wieso kann ich nicht schnell reisen? Ne, das wird hier nix. Also. Moji, holt sich was zu essen. Aha. Keines Stream ist begonnen schon. Schon wird er sich was zu futtern. Ja. Ich bin wieder da. Willkommen zurück. Ach ja, wir hatten ja Fahrzeuge. Feuer getankt und abvorbereitet. Right. So, wo müssen wir hin? Ist auf der Karte angezeigt, wie immer. Ganz weit weg wahrscheinlich. Mhm. Ach, mein Heilige. Na, so weit weg ist es auch da nicht. Das sind begrenzte Open Worlds, von daher. Lässt sich aushalten. Voll gegen die Wand gefahren. Schön. Nein, das ist nicht der Weg. Da drüben ist noch ein. Okay. Muss mal wenden. Oh Mist! Kammerjägerkontakt! Zieh mit hoher Priorität! Ich bin hier noch am Rumfahren. Kommen dann später nach. Alles gut. Da bist du. Fühle ich ihre Nähe. Begrab mich mit Fleisch gewordene Welt. Das war's nicht wert. Das ist schnell aufgeräumt ohne mich. Sehr schön. Ja, klar. Immer.
Und jetzt? Looten und leveln, das weißt du doch. Und wo ist jetzt die Sache? Keine Ahnung, den Typen mache ich jetzt kurz mit seiner Granate fertig. Welchen Typen? Der eine, der noch hier stand. Okay. Panikraum. Ach, da oben ist noch. Verschwindet, ihr Maliwon-Mistkerle! Ich hab kein Problem damit, ewig hier drin hocken zu bleiben. Samt der ganzen Red-Scheiße oder was immer das hier ist. Hey, Quinn. Lorelei schickt mich, um zu sehen, ob du tot bist. Lorelei? Oh ja, die Atlas-Lady. Mit den Waffen und den Haaren. Okay, ich komme raus. Ja, ja. Ich habe Lorelei eine unglaubliche Waffe versprochen, die nur ich, ein echtes Genie, bauen kann. Eine Nog-Heck-Granate. Deswegen ist Maliwon hinter mir her. Und jetzt, hier entlang, bitte. Mhm. Was ist ich muss nur noch ein paar Tests Thomas. An meinen Nogs durchführen und die Nog-Heck-Granate ist so gut wie fertig. Was? Wo sind meine Nogs? Sie müssen während des Kampfes entkommen sein. Wenn ich meine Waffe vollenden will, müssen sie jetzt holen, oder? Ja. Zum Glück habe ich einen Plan B. Aber ich brauche deine Hilfe. Ich deconstructe ein einzigartiges Fahrzeug in der Nähe. Schnapp es dir. Und noch eins. Interessant. Ein neues Fahrzeug. Ich loote erstmal hier noch ein bisschen. Das Fahrzeug ist hier ganz. Ach, da müssen wir hin. Ne, ich hab nur unsere drei. Das Fahrzeug ist hier. Ausgestattet mit speziellen Wissenschaftsfässern, die dank komplizierter Digistruct-Technologie meine Nox zu mir zurückschickt. Ich habe leider keine Zeit, dir diese Technologie zu erklären. Ah, okay. Ach, du fährst. Ich fahre. Und keine Ahnung, wohin. Irgendwo ich werfe Fässer. Irgendwo hin in Richtung, wo es aussieht. Jetzt wird es da weitergehen. Dann wirf mal. Kannst du mich sehen, Tod? Müssen wir denn überhaupt hin? Ach, da. Da das kleine hin. Ding. Das ist ein Testnog. Ein guter Anfang. Next. Irgendwo hier. Zwei erledigt. Und noch einer. Ein. Und zurück. Na, wo? Ah, ach, da drüben. Ach, da drüben, ja. Ach, hier ist einer. Du musst ausschalten. Ich muss den nicht ausschalten. Du kannst ihn einfach ignorieren. Da hinten. Hier muss noch irgendwo einer sein. Das waren alle. Ich werde jetzt ihre Anzüge hacken und ein paar Verbesserungen vornehmen, die ich selbst entwickelt habe, um meine kämpfenden Nogadore zu erschaffen. Ich warte bei meiner Konsole auf dich. Ich hab dich vermisst, kleiner Freund. Na dann, willkommen zurück. Jetzt muss ich nur noch die Feinderkennungssysteme der Nox umprogrammieren, damit sie Maliwon-Gegner angreifen statt uns. Ich bereite jetzt das Nox-Liefersystem vor. Zeit, die Wetten abzuschließen, Kampffans! Macht euch bereit! Ich wette gegen ihn. Ach ja, hört zu! Ich habe bestimmt nicht umprogrammierte Nox in Arenen gegeneinander kämpfen lassen, damit die Anwohner auf sie wetten können. Echt nicht. Drück den Knopf da, um den ersten Nogador in den Ring zu rufen. Na, jetzt kämpfen wir gegen die, oder was?
Natürlich. Ich nenne ihn El Fuego. Ein Nock verstärkt mit der Macht des Feuers. Alle lieben doch Feuer. Warte doch mal. Oh, das sollte nicht passieren. Die Spezialverbesserung hatte wohl eine Fehlfunktion. Aber okay, wir haben noch zwei. Ruf den nächsten herein. Den hier nenne ich den Konduktor. So stark wie ein tobendes Blitzgewitter. Bin ich überzeugt. Oh je, das hat wohl auch nicht geklappt. Aber ich krieg das hin. Gib mir nur eine Sekunde. Diesmal ganz ohne Schnickschnack. Okay, ruf den letzten herein. Ich nenne ihn. Du musst nicht darauf schießen, verschwendest nur Munition. Maximo. Aha. Hoffentlich verlieren wir den nicht auch noch. Ja, Munition kriegt man doch überall. Na und? Diesmal hat der Hack einwandfrei funktioniert. Der Nock wird jetzt seine eigenen Verbündeten angreifen. Und gerade rechtzeitig. Das ist der Annäherungsalarm. Maliwon ist wieder hinter mir her. Halte sie auf, während ich Lorelei die Waffenbaupläne sende. Lorelei, ich schicke dir jetzt die Digistruct-Baupläne. Quinn, schön von dir zu hören. Die Daten treffen ein. Datenübertragung läuft. Halte sie aus. Okay. Ich bin tot. Ein Monsun, ja, das ist genial. Ich hab dir gesagt, du verschwendest gut. Melde mich ab! Du Niete! Wie konnte ich sie nur gewinnen lassen? Zeig. Das läuft wie am Schnürchen! Das noch ein Daten werden hochgeladen. Ziemlich langsam. Weiterkämpfen. Mach die fertig. Eure Minikarte. Es ist Zeit zu kämpfen. Alles wird so hart. Wer auf mich so viel übrig lässt. Emotion mehr. Oh, das ist schlecht. Können wir uns so irgendwo mehr. Und ich bin tot. Mach du mal. Ja, du kannst jederzeit wiederkommen. Das war ziemlich unangenehm. Ich habe keine Munition mehr. Ja, das ist nicht mein Problem. Dann such dir einen Automaten. Auf Eigenbeschuss aufpassen! Wo ist denn der nächste? Das ist ein bisschen weit weg. Die Übertragung ist abgeschlossen. Lorelei, der Bauplan für diese Knock-Hack-Granate gehört dir. Ich hab alles. Ich hab einen. Wir schulden dir was. Klassenmod für einen Charakter, den wir nicht spielen. Ist egal, verkauf ihn. Kammerjäger, nimm eine dieser Granatenmods als Zeichen meiner. Dankbarkeit, weil du mir das Leben gerettet hast. Wenn du damit Nox hackst, werden sie deine Nogador-Verbündeten. Es scheint, klar, als wären wir hier fertig und meine belegbare Genialität steht außer Frage. Ich für meinen Teil werde meine Nock-Umprogrammierung fortsetzen. Die Einheimischen brauchen schließlich was zum Wetten. ich meinte für die Kriegsunterfangen.
oder so. Bitte geh jetzt. Inventar voll, na toll. Oh, ich habe eine Maske. In meinem Kopf. Ja, ich auch. Na gut, gucken wir mal, was sonst noch so da ist. Tja, ich habe eine blaue Waffe bekommen. Ja, verkaufe ich. So ein Munitionsautomat wäre ganz nett. Mhm. Hast du wieder mein Fahrzeug genommen? Hast du mein Fahrzeug genommen? Nö, dein steht noch da. Wo? Da, wo du es zurückgelassen hast. Müs steht hier nicht mehr. Es wurde despawned. Dann drück Q. Mal was in der Blüten. Ich bin schon auf dem Weg. Uff. Ist nochmal die halbe Map oder was? Map darüber. Ja. Ich glaube, wir fahren in die richtige Richtung. Ach, sag das so. Nach da drüben. Bin gleich da. Mhm. Glaube ich. Glauben ist was für die Kirche. Stimmt. Okay, da komme ich nicht hoch. Glauben kannst du in der Moschee. Und ich glaube, jetzt kriegst du irgendwelche Drohungen in den YouTube-Kommentaren. Ach ja, passiert. Ah, bin ich vorbeigefahren. Ah, hier ist ein Waffenautomat. Du kommst wieder! Ein zum Erfüllen. Ich habe gerade eine Kiste geöffnet. Mhm. Ich bin wohl in die Kiste gestiegen. Granaten sind wie Streamchats, praktisch unbrauchbar ohne Mods. Schön. Mhm. Was ist denn jetzt her? Aus dem Ladescreen. Du bist ein Haufen Scheiße!
Das ist ein echt hübscher Renner. Bis hierhin und nicht weiter. Ich mach dich fertig. Ich hab den paar Gegner. Wir sind hier überall, wir sind wieder im Battle Royale Gebiet. Na toll. War ja, aber schön hier. Wir haben hier halt noch die Quest. Wir wollten doch eigentlich nie wieder herkommen. Ja, wir haben hier noch mit Quest. Dann komme ich mal zu dir. Oder auch nicht. Ist den Quest mal rausschalten oder was? Ich kann mich kaum noch halten! Wir müssen irgendwie nach unten. Oh oh. Ich bin hier im Questmarker, aber... Ja, du siehst, einen kleinen Pfeil Zeit nach unten. Das heißt, du musst eine Ebene nach unten. Wie komme ich da hin? Ich bin gerade am Schauen. Hier, so wie... Hier ist ziemlich viel los. Hm? Wo zum Henker bist du? Unten. Wie bist du da hingekommen? Einfach jeden Weg, der nach unten geführt hat, genommen. Die Kalypso werden mich gebracht für die Zwillingsgötter! Schützen am Boden! Ach, scheiße, jemand hat mich gerade geknallt. Hast, wer du auch bist, bist du wegen des Austauschs hier? Rede das ist mit nervig. Mir! Für Tyree! Ach, verdammt. Ich hasse dieses Gebiet. Ich warte mal hier auf dich. Ich wurde gerade despawned. Wo steckst du? Ich habe keine Ahnung, wie du runtergekommen bist. Du kannst da ewig auf mich warten. Ich komm nicht zu dir. Das kriegst du schon. Wie bist du runtergegangen? Über Treppen. Hier gibt es keine Treppen. Na gut, komm, ich gehe zum Eingang. Komm mal einfach in meine Richtung. Frische Ziele hier drüben. Jetzt wurde ich irgendwie vergiftet oder so. Keine Ahnung, was hier los ist. Hier, komm dahin, wo ich jetzt bin. Leicht gesagt. Ich stehe gerade mitten im Gemetzel. Wo zur Hölle bist du? Ich habe keine Orientierung. Ach, da drüben bist du. Ja. Ne, ganz woanders. Aber der Questmarker ist woanders. Ja, ich weiß. Komm einfach da lang, wo ich bin. Mein Gott. Ich versuch's. Und ich bin tot, natürlich. Jetzt bin ich bei dir. Als ein Fluch! Ich bin die Lebende! Genau! Komm her! Halt! Hab ich schon mal gesagt, dass ich diesen Gebühren in diesem Bereich hasse? Ja. Nicht übel! Ich muss jetzt den ganzen Weg noch mal neu laufen. Ich hör hervor!
hab's versucht, aber... Ah, du. Einfach mitkommen. Okay. Ein Knopf. Hi Kammerjäger, ich bin Naoko, Tumorheads Gefangene. Aber ich bin keine Atlas-Soldatin, wie sie glaubt. Wenn sie herausfindet, wer ich wirklich bin, bin ich erledigt. Danke, dass du versuchst, mich zu retten, aber es sieht aus, als müssten wir erstmal tun, was sie verlangt. Hilf mir hier raus, dann erzähle ich dir alles. Ich schalte Kammerdiebe aus, scheiße! Ja! Ich hab's gleich für dich! Das ist unser Moment! Reißen wir sie in Stücke! Nähere mich dem Cobbot-Hauptquartier. Oh no. Such einen Weg rein und erschmettere die Cobbots! Befrei dann, mein Baby Blutschein! Wo müssen wir dann? Ah, hier und hier. Ja, oh, davon ist ein Ausrufezeichen, das nehme ich noch kurz mit. Moment. Zurzeit nicht verlassen. Was willst du da machen? Was soll das werden? Es steht also doch nicht davor, begangen zu werden von mir. Du bist eine Blüte und in einem Zeithaus. Na, hier müssen wir lang. Sofort. Hier sind ein paar Roboter. Hast du die Cobots ausgelöscht? Wenn Blutschein was passiert, töte ich deine Familie. Und einen alten Mann, den ich kenne, der ein Erdhörnchen als Haustier hat. Und das Erdhörnchen. Denn ich bin verliebt! Ah, scheiße, Mann. Ich bin schon wieder am Sterben. Nicht so mehr. Schaltet sie auf! Was ist jetzt passiert? Schon wieder eine Zunahme. Ist doch nicht zu glauben. Ach. Ich kotze. Keine Munition mehr? Scheiße. Es ist Zeit zu kämpfen. Ich verreck hier gerade. Jo. Oh, Ghostwolf schreibt gerade im Chat: Hey, eine Frage, wie hast du es geschafft, dein Twitch-Konto mit Shift zu verbinden? Du, ich hab keine Ahnung. Ist mir auch aufgefallen. Ich wusste gar nicht, dass du solche technischen Skills hast. Ich hab von überhaupt nichts eine Ahnung. Ich mach Dinge und die funktionieren und dann wundere ich mich darüber. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe keine Munition, ich muss mir erstmal neue Munition holen. Sag mir nicht, die Twitch-Integration funktioniert. Scheinbar tut sie das. Scheinbar tut sie das, das ist was komplett Neues. Wenn Tumorhead mitkriegt, dass du Blutschein getötet hast, bin ich dran. Ich habe eine Idee. Schnapp dir ihre Maske. Jetzt müssen wir zurück. Was gibt's denn so zu sehen in der Twitch-Integration? Ja, schreib das mal in den Chat, wir haben keine Ahnung. Ich seh's bei mir nicht.
Head sieht extrem schlecht. Ich nehme an, das liegt am Tumor. Vielleicht können wir sie reinlegen. Was kannst du darüber machen? Wir sehen uns im Versteck. Hey, mach dir nichts aus Blattschein. Die zwei sind verliebt. Ins Morden Unschuldiger. Es sind Monster. Außerdem sind öffentliche Liebesbekundungen ekelhaft. So, wo ist hier der nächste? Im Ernst, werdet ihr wachsen. Das will doch niemand sehen. Automat. Andauert in die Richtung. Ach, scheiß Dreck. Ich sehe nicht. Schnell weg hier. An der Tür Blattscheins Maske auf. Das sollte sie dazu bringen, dich reinzulassen. Aha. Dann komm mal rüber. Warte, ich muss noch kurz Munition kaufen. So habe ich. Wenn du mir sagst, worüber ist, dann kann ich da hinkommen. Ich bin gerade hier unten. Und wir keinen Orientierungssinn. Geh mal hier lang. Das ist mein Moment. Ah. Im Zweifel dahin, wo geschossen wird. Also, geschossen wird überall. Wir haben Exakt. Kontakt. Werft mich auf den Scheiterhaufen. So, nun. Die Quest machen. Überraschung! Ich will, dass du meine Brutgefährtin wirst. Für immer! Und dann was immer zum... ist hier, um mit uns zu feiern. Überraschung! Herzlichen Glückwunsch! Hoch auf die Liebe! Sie ist tot. Der Kammerdieb hat Platz sein. Es hat fast geklappt. Immerhin bist du drin. Wir rennen nach dem Blutbad. Ja. Macht kein Holz auf diesen Kammerdieben! Ich bin sicher, dass ihr gesteckt! Tick! Kammerdiebe sind abfallen! Abgemurkt! Oh oh. Das ist nicht gut. Verdammt! Schon wieder ums Leben kämpfen. Ich brauche jetzt mal Kill. Ich auch. Ah, ich bin tot. Ich gerade so nicht. Puh. Überlebt noch ein bisschen, bis ich wieder zurück bin. Hyperion empfing dich mit offenen Armen. Wird nichts. Dann müssen wir es nochmal machen. Wo zum Henker bin ich? Bin irgendwo in der Stadt. Das ist ja scheiße. Jetzt bin ich hier gespawnt. Wir sind bereit für dich. Wie komme ich da wieder zurück? Einfach nach unten. Du gehst doch, du gehst richtig. Such Deckung! Akzeptiere! Hier war irgendwo ein Automat. Du bist voll, wenn du respawnt hast. Mit Munition. Aha. Okay, wo geht's? Ich glaube, dort geht's lang. Ja. Ich glaube, es hat sich nicht resettet. Das ist kein Bosskampf.
Und wir werden sehen. Die Quest ist zumindest noch erfüllt. Na los, zeig mir, Kamadibo. Nee, geht grad weiter. Ich hätte mehr trainieren sollen. Und bumm, macht das Dynamit. Ich hab den Boss. Du hast keinen Boss, du hast die Mutter. Den schlimmsten aller Bosse. Leer geschossen. Wieso hast du mir das angetan? Ah, ich hab ein Tool für dich. Das ist der Boss. Oh. Bin wieder am Sterben. Jetzt nicht mehr. Und eine goldene Waffe. Hol mich hier raus! Alles ganz langsam jetzt! Du hast eine goldene Waffe? Ja. Ja, muss mal gucken. Was kann sie? Weiß nicht, ich bin gerade im Kampf. 203 Herzen. Schaden. Mhm. Du bist diese, glaube ich, mal aus. Hat die noch irgendein Special Ding? 203. Ja, die sowas haben. Punkte. Wenn er wütend wird, bricht er aus. Steht dort. Aha. Okay. Wenn er wütend wird. Moment, wie heißt die Waffe? Er ist stark Kakatua. Aha. Okay, gut, du hast Thaddeus Tentakel gefunden als Waffe. Ich wusste, den Spruch kenne ich. Wenn er wütend wird, bricht er aus. Mhm. Nice. Ich glaube, ich rüste mal aus. Ja. Wenn ich es schaffe. Ich weiß immer noch nicht, wo man noch was rüstet. Oh, das ist eine Snipe. Spielst du Sniper? Mal schauen. Muss ich probieren. Ja, wenn sie dir nicht gefällt, gib sie mir, weil ich spiele tatsächlich Sniper. Und hier ist jemand. Ja, ich habe ein volles Inventar natürlich. Ja, scheiß auf den hier. Jetzt, wo du mich befreit hast, kann ich dir erzählen, dass ich Naoko Katagawa bin. Ja, mein Drecksbruder hat Taryn Calypso beauftragt, alle meine Geschwister zu töten. Ich bin die letzte Überlebende. Du musst wissen, ich bin nicht wie mein Bruder. Er ist ein Psychopath und er will mich tot sehen. Als mir klar wurde, was mein Bruder vorhatte, wollte ich auf Promethea untertauchen. Ich fand einen toten Atlas-Soldaten und habe seine Sachen geklaut. Dann schnappten mich die KDK. Ich muss eine Weile untertauchen. Die meisten Leute hier würden mich allein wegen meines Nachnamens töten. Aber falls du meinen Bruder siehst, verpasst diesem Arschloch eine Kugel von mir. Oh, Tumorhead hat mir auch ein Familienerbstück gestohlen. Ich will es nicht mehr. Du kannst es haben, Kammerjäger. Nichts für ungut, aber ich hoffe, dass wir uns nie wiedersehen. Im Ernst. Okay. Müssen wir jetzt hin? Oh, ich habe ein neues Outfit gefunden. Oh, nice. Wo geht's hier raus und wo müssen wir jetzt hin? Ich aktiviere die nächste Mission. Und was müssen wir noch für diese? Ach nee, das ist die Hauptmission, die jetzt weitergehen würde.
Töte den Abschaum! Verräter, mach sie fertig! Du bettest dich doch schon mit dem nächsten. Ich hab schon mal eine radioaktive, zielsuchende Waffe gefunden. Ich hab einen Sniper, die aufladen muss. Oh. Und noch einer bei das ist nicht cool. Wie gesagt, wenn du die nicht brauchst, beziehungsweise wenn dir keinen Spaß macht, dann nehme ich die gerne. Nö, die macht echt Power. Ja, dann ist gut. Weil er gibt auch, wenn er wütend wird, bricht er aus Sinn. Dann musst du sie halt erst. Ja, die bricht ein bisschen aus. Die musst du erstmal aufladen, dann bricht sie aus. Und dann. Das ist wie moderne Kunst hier drin. Also irgendwie nicht so schön. Was sollten wir jetzt dann? Ach, da drüben. Ja, ich find das radioaktive Ding voll cool. Kann ich schön ein bisschen Crowd Control benutzen. Wo kommen wir da jetzt hin? Sterben in einer stadteigenen Faker-Kapsel ist ein Klasse 3 Vergehen. Sie sind aufgebracht, Bürger. Ich will nicht schon wieder sterben, Wick! Oh nein! Die machen hier nicht gerade einen Rick and Morty. Doch. Ja. Natürlich. Oh, die Waffe. Wie können die? Das ist Borderlands, die machen Witz über alles. Oh, goldene Waffe! Die nehme ich. Reserviere ich mir. Nimm dir. Was kann die? Ich weiß es nicht. Wenn das eine Waffe ist, die ich besser gebrauchen kann, können wir tauschen. Ist eine Pistole. Pistole beim Teil von meinem Bild. Das geht noch. Da oben geht's weiter. Oh, eine Schildbrecherwaffe. Nice. Das Ding kann. Nein, da leuchtet irgendwas. Ah, okay. Ich kann hier ein bisschen Graffiti machen. Soll das, glaube ich, auch? Ja. Oh oh. Na, was um? Das hier. Das ist eine Shotgun-Pistole. Dies ist ein Klasse 4 Vergehen. Wenn ich sofort Geld in meiner Klappe lande. Wollen wir tauschen? Wenn du die Sniper nicht willst, sondern lieber die Pistole und klar. Na komm, ich behalte die, die sieht gut aus. Gut, und jetzt wieder zurück und rein mit meiner Power. KI in dieses Gülle-Silo. Geht auch Power, wenn man es mal aufgenommen hat. Sie haben ein zusätzliches Bußgeld von $5,000 erhalten. Wo zur Hölle bin ich? Oh Gott, verdammt! Ja, genau! Lass mich hier raus! Wir sind jetzt hier zusammen drin! Ah, was haben wir denn hier? Illegale Feuerwaffe! Wenn Sie raus wollen, Bürger, wird das teuer! Ich bezahle einen Scheißdreck! Und das war wörtlich gemacht. Rufe Unterstützung! Code 2589! Mann auf Scheißhaus! Wir haben hier ein paar Erpressungsziele! Nimm mir doch noch die Klicks. Ganz unten in der Prometheabot-Nahrungskette. Das sind Schwächlinge. Die sind sofort da, wenn man Sauerei macht. Hast du was zum Einfügen, oder?
Noch nicht, Moment. Muss noch was eingefügt werden. Ich hab dir nichts. Musst du mal was machen. Ein Fäkalbrunnen. Oder so. Ein wunderbarer Tag. Und los geht's. Ich verabschiede mich. Hol dir den Chip. Gut, und jetzt installieren. Hey, Bob, lass mich raus. Dann kannst du diesen Scheißhaufen mit deinen Kumpels sauber machen. Lass mich raus! Was ist los? Aha. Nein, 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 nein! Hm. Ich würde sagen, wir immer dem Gestank nach. Mhm. Mein Scheißhaus sind jedes in die Luft geflogen. Ja, Mensch. Dann zum nächsten Punkt, oder was? Ich hab hier ein paar Roboter. Ich hab hier Loot. Nimm mit. Mörderisiert! Die letzte Erfahrung! Ich gehe hier mal weiter. Da muss irgendwo eine Quest sein. Da oben oder unten. Ich glaube eher unten. Achso, Schnellreise müssen wir machen. Aber wohin? Wird angezeigt. Nicht wirklich. Dann lass mich mal machen. Raus aus dem Menü, bitte. Ich will gerade ein paar Sachen verkaufen. Ich hatte auch mal sowas. Du kannst. Gut, Moment. Wir sind noch nicht schnell gereist. Ah doch, jetzt. Und jetzt. Ah, hier rüber. Das wollte ich nicht. Was müssen wir jetzt machen? Bürger, diese Faker-Kapsel wurde kompromittiert. Du musst sie reinigen. Wir müssen jetzt einen von den Autos ausschalten oder was? Busch. Kann ich dir gleich sagen. Weiter! Feuer ist der ultimative Sterilisator! Klappe, du scheiße Schipper!
Aha. Vielleicht hier alles ausrüsten, in der Nähe vom Christmarker ist. Ach, wenn die drin dort. Au. Was machst du gerade? Die neue Waffe ausprobieren. Ja, wir ziehen Questmarker an eine Schnellreisestation. Ja, du musst immer neu die Quest richtig auswählen, sonst wird die Hauptquest gemacht. Aha. Das weißt du doch. So. Cool, ich kann mit Scheiße schießen. Wieso kannst du mit Scheiße schießen? Wegen der Waffe. Ah ja. Möchtest du den scheiße Granatwerfer haben? Der ist nicht schlecht. Macht zu viel Schaden. Ich guck mal kurz. Ich, 65 Schaden, aber mit Strahlungseffekt. Nö, meiner macht 107 Schaden. 16x2, nee, kann ich nicht gebrauchen. Wenn du meinst, ich bleib auch bei meinem legendären. Der kann Feinde hochwerfen, der ist spaßiger. Ich glaub, hier geht's lang. Ja. Ein Kammerjäger? Was hast du hier drin zu suchen? Claptrap erwähnte verlorenes Zeug auf Mount Shula? Geld. Echt jetzt? Ich habe diese Anfrage vor 7 Jahren gestellt. Damals hatte ich noch ein respektables Geschäft, nicht diesen Müllhaufen, den du jetzt siehst. Aber ich bin froh, dass du da bist. Ich will diesen armen Kriegsopfern helfen, aber hey, uns gehen die Medikamente aus. Wir brauchen Hexapriazin, Skatöl, Melody Nax und Hemopax. Finde das Zeug für mich, ja? Okay, wir müssen irgendwelche Medikamente besorgen. Juhu, mehr Fetch-Quests. Ich bin viel mehr als nur ein Doktor mein Auto. Der Medizin. Mein jetzt Bachelor nicht mehr. Ich habe in Kampfverletzungen gemacht, aber meinen Master in Reimen. Ach Mist, ich habe vergessen, dir ein Mixtape zu geben. Willst du eins? Oh, ich höre eigentlich keine Musik. Ja, verstehe ich vollkommen. Du konzentrierst dich auf deinen Flow. Ich geb's dir später. Ja, ich laufe dann halt einfach mal. Das dauert eine Ewigkeit. Ich auch. Hast du mein Auto dann zu Klump gefahren oder was? Nee, ich hab's irgendwo geparkt. Drecksack. Danke. Gibt's hier irgendwo eine Autostation oder? Nein. Dieser Mistkerl ist ein Schwarzmarkthändler. Ich wette meinen Arsch darauf, dass er die Medikamente geklaut hat. Und er ist ein Weichei. Bedroh ihn einfach, dann gibt er sie raus. Ich hab hier Medikamente und die verkaufe ich gern für einen fairen Preis. Ich muss meine Familie ernähren, verstehst du? Bitte schieß nicht. Es gab hier schon genug Blutvergießen. Gib mir einfach die Kohle und der Deal ist gebongt. Ja, rührselige Geschichten. Ich hab zum Beispiel Patienten, die mich brauchen und ich ja, brauche Medikamente. Jetzt bedroh ihn einfach und gut ist's. Du hast kein Schimmer, wie es hier unten zugeht. Die Leute haben tagelang nichts zu beißen. Ein Albtraum. Wenn du mir die Medikamente nicht gibst, muss ich dich einschüchtern. Willst du das wirklich? Ich verkaufe dir diese Medik... So muss das aussehen! Der hat sich vor Angst fast in die Hose gemacht! Ich hab da auch schon mal einen abgebrannt. Oh Mann, die Apotheke! Ist schon ein Weilchen verlassen, aber es sollten noch einige Vorräte übrig sein. Allerdings gibt es dort Ungeziefer. Mach deinem Namen alle Ehre! Abgemurkst!
Okay, schon mal rein. Alles klar. Das ist ein bisschen ungeziefer. Und die droppen Waffen. Alles hier droppt Waffen. Du kommst dann zum Looten, wenn ich fertig bin, ich verstehe. Ich bin schon auf dem Weg, ich bin quasi. Ich rausfinden. Ah, hier. Da wo du wartest, wird im Zweifel. Wie komme ich da rein? Ich meine, ich schick mal mein Tier dahin, aber. Gibt's so einen kleinen Lüftungsschacht, durch den du rein musst. Ja, cool, du hast halt direkt davor geparkt, sodass man da nicht durchkommt. So. Dann park's weg. Ich hab hier auch schon aufgeräumt. Ah ja. So. Jo, das sind alle Medikamente. Wir brauchen noch ein Helmopack, aber das kriegen wir schon hin. Komm wieder. Ich weiß, was du denkst. Wieso macht dieser Doktor einen auf Rapper? Aber hör zu. Die Wirkung von Medizin lässt nach, aber meine Texte heilen die Seele. Ja, sicher. Lass mich einfach ein paar Zeilen für dich rappen. Heilen geht mir von der Hand, das reim ich aus dem Stand. Du hörst schon ganz gespannt. Hätte man auf jeden Fall einen Rapper anheuern können. Verstand und klatsch dich an, die nee, das wäre zu teuer gewesen. Oder irgendwen, der rappen kann. Oder nein. Jemanden, der in seinem Leben mal Musik gehört hat. Andere Richtung, Mordi. Man kommt von überall hin. Glaube ich. Ja, ich gehe halt den Fußweg. Ich fahre den langen Umweg. Mach das. Ich fahr außen rum. Trotzdem vor dir da. Ja, weil du auch einen Wagen hast. Sieht aus, als bräuchten wir immer noch Hämoglobin. Hämoglobin beim Arzttermin ist übrigens der Titelsong auf meinem Mixtape. Du wolltest doch eins haben, oder? Nein? Nein. Immer noch nicht. Auf keinen Fall. Okay, scheiß drauf. Ich spende selbst was. Schnapp dir das Hämopack und hilf mir mal. Okay, und jetzt ganz vorsichtig. Okay, nicht so fest. Nicht drücken. Ich habe ihm die Name abgehabt. Okay. Das genügt. Oh, Scheiße. Okay, danke. Glaube ich. Wenigstens ist dadurch mein Ansehen gestiegen. Vielleicht ist ein Arm weniger. Dieser Roboterarme von Atlas. Aber hey, mach dir keine Sorgen wegen mir, ich pack das schon. Und dank dir, meine Patienten ebenso. Mount Schuler kann endlich was gegen Krankheiten und Verletzungen tun. Das ist übrigens die letzte Chance, an das Mixtape zu kommen. Nicht? Schade. Schade. Sprich mit Lilith an, das ist die Hauptmission. Wollen wir die auch noch machen? Nein, wir haben hier noch zwei. Ich fahr schon mal in die richtige Richtung. Hoffentlich. Hast du schon einen aktiviert, oder? Ja. Okay, dann musst du dort wieder lang. Du musst sowieso schnell reisen. Ich fliege!
Okay, jetzt muss ich da durch. Ich habe hier eine äußerst interessante Struktur gefunden. Was macht jemand Tante Männer? Hey, hallo! Oh, hi! Sehen der Berund. Hallo! Bin gleich da. Ja, warte mit dem Schnellreisenden gerade noch einen Moment. Ich würde ganz gerne hier den Ort noch fertig machen. So schnell reisen. Alter. Ich bin gerade am Sterben. Ja. Ich bin am Schnellreisepunkt. Dann mach du mal den anderen Questmarker. Gut. Ja. Ich habe rausgefunden, wie dieser Raketenwerfer funktioniert. Es ist eine Analsonde aus Destroy All Humans. Aha. Schießt sie jemandem in den Arsch und er fliegt hoch. Und explodiert dann. Ja. Kann man machen. Ich habe einen Boss gefunden. Na, dann mach ihn. Hast du den Manivan-Commander gefunden? Nee, ich hab Norman Bates gefunden, den Typen. Ich glaube aus American Psycho. Oder aus dem normalen Psycho, ich weiß es nicht mehr. Joa, ich warte hier mal. Ja, Moment. Sag Bescheid, wenn ich schnell reisen soll. Ich hab ihn gleich. Hat sich gelohnt, goldene Waffe. Ich bin aufgestiegen. Ja. Gut, wir haben den Weltboss gemacht. Du kannst. Okay. Bin mal gespannt, was das Ding kann. Was der hier verdient. Mit einem random Weltboss, den ich irgendwo in einem Haus gefunden habe, ja. So. So, wo ich jetzt lang? Langsam aber sicher. 2 Munition pro Schuss, Projektilgeschwindigkeit, 87 Schaden. Stimme ich mal statt dem. Okay, ja, da müssen wir hin. Das ist eine Aufladewaffe. Ebenfalls zielsuchend. Cool. Ich mag immer noch hier meine relativ schwache, aber immer noch. Du bist bereits tot. Das weißt du, oder? Alter! Dahin, das wo ist du hergekommen bist. Was ist aber? Das ist Power, habe ich gerade gesagt, das Ding, was ich in der Hand habe. Mieses Ding. Halt, niemand geht mir am Joggen. Komm zu mir, wenn du in Fahrt kommst. Ach, hier sind wir wieder. Ja, beim Café. Apropos Café, nach dieser Quest mach ich mir mal kurz einen Café. Erledige ein paar einfache Kämpfer, um den Commander hervorzulocken. Der Becher gehört mir. Bosskampf oder was? Die Kaffeepause ist
Auf sie! Durchlöchere das Arschloch! Alter. Das Ding gefällt mir. Ist ja auch fies, Leute beim Kaffee zu stören. Das macht man nicht. Die sind schon scheiße. Bei den schweren kannst du auf den Rucksack schießen und dann lässt du sie explodieren. Aha. Du hast ja das Sniper, das ist relativ easy. Reiß dich zusammen. Den krieg ich. Oh Scheiße. Oder nicht. Der hat grüne Waffen gespawnt. Erst schießen, dann looten. Warte, was steht drauf? Bester Commander der Welt? Der gehört sowas von mir! Ich bin jetzt der Kaffee-Commander! Du hast also meinen Kaffee-Boten getötet! Kein großer Verlust! Aber du hast meinen Becher gestohlen! Und den will ich zurück! Ich bin der einzig wahre Kaffee-Commander! Wo ist der jetzt, der Commander? Sehen wir gleich. Oh Mann, wir sind so nah dran. Ich kann diesen arcturianischen Superschwarz beinahe schmecken. Schnell zurück zum Café, los! Jo, das ist ein bisschen underwhelming, die Quest. Ah, ja. Ich weiß, dass du den Becher hast. Ich befehle meinen Truppen, ihn um jeden Preis zurückzuholen. Schalten wir jetzt das Auto aus, oder was? Alle. Verdammt! Könnt ihr mir denn gar nichts Gutes lassen, Maliwan? Ich will doch nur eine verdammte Tasse Kaffee! So, Leute, bitte! Stellt euch in eine Reihe auf! Autsch! Echt das Letzte. Barista Bot, halt's Maul und mach endlich den Kaffee. Klaro, ich wieder ein. Gib mir den Becher zum Mitnehmen und ich fülle ihn wieder auf. Barista Bot. Cool, aus der Region, korrekt. Einen Moment. Great Commander. Was dauert hier so lange? Geduld, Mann. Gut Ding will Weile haben. Lass den Bot seine Arbeit machen. Es wird sich sowas von lohnen. Und bitte sehr, einen wunderschönen Tag. Oder nicht? Deine Entscheidung. Ja! Ja! Endlich! Bring den Kaffee her! Ich kann die Intensität deines Verlangens von hier aus spüren. Hey, wir haben alle unsere Schwächen. Mhm. So da. Einfach noch mal zu Fuß.
Du bist meine Lieblingsperson. Das war sowas von nötig. Hey, Atlas-Jungs! Rise and Grind hat wieder offen und der Kaffee geht auf mich. Oh, scheiße, ja. Echt jetzt? Danke, Lorelei. Gib mir den Becher, Kammertyp! Ich werde nicht locker lassen! Ah, toll. Ach, scheiße, die Mario-Uhren sind hier. Na los, zeigen wir ihnen, wie ein wenig Koffein ihre Moral aufputscht. Wir haben ja so ein riesiges Rad. Ich glaube, das ist unseres. So wild bist du nicht mal hier! Erwischt und abserviert. Geschafft! Scheiße, ja! Gut gemacht, Kammerjäger. Jetzt kannst du dir deine grüne Waffen abholen. Ja, ich habe ihn. Wir können dir nicht genug danken, Kammerjäger. Für dich mag das vielleicht nur ein kleines Detail sein, aber dieser kleine Geschmack aus der Welt, die wir verloren haben, gibt uns Schwung. Zumindest bis morgen früh. Weißt du noch, als noch? Bei der Mission hier könnte ich dich gebrauchen. Soll ich dich die neue Mission annehmen? Ja, nimm an. Jetzt, warum wo nicht? Wir Kaffee haben, ist Nahrung unsere zweite Priorität. Marley One hat das Dynasty Diner übernommen. Bis dahin war das unsere wichtigste Nahrungsquelle. Finde den Besitzer Bo und hilf ihm, sein Diner zurückzuerobern. Ja. Eine Sache noch. Bei Marley One gibt es einen Kerl namens Captain Rowe, der mir das Leben schwer macht. Ich konnte ihn noch nicht festnageln, aber anscheinend hat er eine Schwäche für Burger. Drin. Also da. Mir doch egal. Oh, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich mal kurz eine Pause machen. Mach einfach. Kennst du dich? Kannst die Quest gerne ohne mich weitermachen oder so. Keine Ahnung. Die sind ja nicht so unendlich spannend. Also vermutlich. Ich bin auf Bitte von Lorelei hier. Mach die Hauptquest nicht ohne mich. Und ich habe eine Basis voller hungriger Leute. Diese hochinteressante und sehr intensive Story, meinst du? Genau die. Und ob ich das kapiere. Okay. Keine Sorge, ich spiele kein Baldur's Gate ohne dich. Bis gleich. Mein Diner, um ihre Truppen zu versorgen. Halte sie auf! Los! Mach schon! Wie dumm sind wir eigentlich? Ich meine, man hätte am hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber... Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen darum Schlüssel. Mhm. Nein, das machen die ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also... Dann lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Entner bricht aus, um Entner bricht aus zu zitieren. Du kannst es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann
Sonst vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaub, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Faust ist sinnvoller als das. Sich am Lauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht. Hallo, warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Das fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du sollst das nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha, okay. Und linke Maustaste. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade einen Dynamit. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay, hier müssen Beine ran. Mann, das Baumfällen mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit, von daher, warum solltest du es nicht tun? Ein bisschen der Feingefühl in die Stimme. Ja. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Gut, spricht das so, als würde sie dir was bedeuten. Ja. Jetzt bin ich noch kurz drin. Oh, das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Die kann ich euch mal zeigen. Damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht vorgesehen ist. Schaut mal, wo wir sind. Der Gryffindor Gemeinschaftsraum. Gryffindor Stabssiedler, um genauer zu sein. Hufflepuff Gryffindor Gemeinschaftsraum. Haben wir uns reingepackt. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Wir haben jetzt sogar Flohpulver gefunden. Können wir jederzeit hier hin oder was? Ich weiß, kopflose Nick. Das ist fantastisch. Schaut euch hier um. Den Gryffindor Gemeinschaftsraum. Ist jetzt Hufflepuff, wie immer sein würde. Hey, yo!
de Janeiro! Bis draußen ist dann Stein. Es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet. Dr. Marcells falsches Spiel aufnehmen. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Na toll. Hat jemand gefragt, ob der überhaupt Auto fahren kann? Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Forte ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Komm schon, Flash hat Brustbrecherin. Nein, der ist unser Metapher von dem Ketchup und so weiter. Nein. Diesem Jungen gemacht. Philipp. Ich habe gar nichts gemacht. Allen was. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Du, nein, nein. Mit Nick. Hey, Steve. Hey, still. Der Scheißvater. Geh in dein Zimmer. Willst du deinem Kind nicht wehtun? Was für ein böser Vater. Diese Drohung mit Lust. Morgenfuhr sieht alles anders aus, glaube ich. So was kann ich nicht sehen. Warte mal. Was ist das denn ich? Mami! Ich habe Angst vor den Monster, Mami. Mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süßer. Du musst sie überwältigen. Die haben dich gerade entdeckt. Die kommen jetzt gerade zu mir raus hier. Ich bin aber auch draußen. Ich bin auch draußen. Verdammt. Ich bin bei dir draußen, Modi. Oh mein Gott, du bist... Was? Das ist auch eine Idee. Was? Wie zum Fick hast du das gemacht? Ich habe ja mit den Flint abgenommen.
Bist du alter Mann. Du hast ihn weggerammt und hast ihm die Kanone geklaut. Ja. Yep. We'll be out of here in no time. Damn criminals. Und jetzt holen wir uns die Pferde. Ja. Alright. Haben wir noch ein paar Cowboy-Hüte? Das war ein alter Mann, natürlich habe ich dem die Flinte geklaut. Du hast ihn weggetackelt und dann von hinten. Das ist, ich habe eine Flinte. Das ist jetzt unser Haus. Okay, neue Klamotten. Oh, eine Nähmaschine. Ah, ein Plattenspieler. Ich habe mein Ziel erreicht. Aha. Die haben Cowboy-Hüte. Oh. Oh nein. Ich kritze das Bild. Wundervoll. Wo sind Cowboy-Hüte? Auf dem Bild. Oh, Klamotten, aber wir können uns umziehen. Da ist ein Schrank zum Umziehen. Ich sitze. Ich zieh mich um. Ja, ich komm gleich. Kann ich auch was mit dem Bild machen? Ich will es auch noch verunstalten. Ah, hübsch. Oh. Nein! Ja! Ich hab eine Klamotten angezogen. Oh mein fucking Gott! Ich hatte recht! Wollt ihr, zieh du mal deine Häftlingskleidung aus? Ja, ja, sofort. What has he done? Flame scoring death. Trash my game. Funktioniert. Legend of Secrets. Ist halt leider viel zu realistisch. Free to play, oh nein. Ist ein Free to play Game. Das haben wir ein bisschen nur so mit zu übertragen. Starten wir das Spiel. Das ist kein Spiel. The Headface konnte nur natürlich. Wenn Zugriff auf deine Fotos, Dokumente, wandeln konnten und die Nase-Sequenz erwarten, mit Vergnügen. Ich bin noch nicht gestorben. Erstaunlich. So, da ist eine neue Quest. Ich fahr mal hin zu ihr. Ja, Moment, ich mach hier kurz noch. Ich glaube, ich nehme das Nest. Ich dachte, das ist die Quest. Nee, ich mach grad nur ein bisschen Karten erkunden. Hier hinten geht's auf jeden Fall rein. Da drüben war aber noch eine Quest, das ist ein großer Questmarker. Ja, ich weiß, ich guck jetzt, was hier ist. Hallo. Loot. Ich bin Zero. Du wirst diese Attentate für ja, Weltboss. Der Baron spielt gern mit Leben und Tod herum. Brich seine Regeln. Wo bist du? Hier drüben, ich mach grad einen Weltboss. Warum? Hier ist eine andere Quest. Ja, weil ich hier reingestolpert bin. Mickriger König, regierst dein mickriges Reich. Das Spiel ist vorbei. Ja, warte, ich komme mit dazu. Dann mach du die Gegner, ich hol den Loot. Wo sind die Mann. Gegner? Ach, hier. Überall hier. Ich hab das Auto mal mitgebracht. Der ist Matsch!
Was hast du gesagt? Den habe ich schon längst. Ach so. Das Auto zerstört. Ist eine goldene Waffe. Ja, ist. Kann ich bloß nicht, oh, Superball. Kann ich bloß gerade nicht aufheben. Ich hab die nicht. Gut, dann muss ich meine Mütter mal frei machen. Ja, haben wir wieder unterschiedlichen Loot? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ah, verdammt. Klingt wie eine Granate. So, da ist noch was für dich. Ja, dann heb auf und schmeiß runter. Nee. Finde ich nicht mehr. Schade. Ah, hier. Warte, ich schmeiß es dir hier hin, wo nichts liegt. Alles klar. Ist noch was für dich? Ja, nice. Ah, die sind sinnlos. Ein Superball ist eine Pistole. 85 Schaden. Flower Power. Aha. Schmeiß mal runter, wenn du sie nicht willst. Probiere ich sie mal aus. Kann sie mal ausprobieren. Oh. Die macht Flummis. Oh. Nice. Aber explodieren die Flummis auch, oder? Nö, ist nur ein Bounce-Schuss. Wenn der keinen Schaden macht, oder was? Doch, natürlich macht der Schaden. Der springt halt zwischen Gegnern hin und her. Nehm ich. Dann können wir jetzt so fest. Die andere Waffe will ich doch wieder drin haben. Wie war ja, das? Ich glaube, das war die hier. Da glaube ich, das ging meine Standardwaffe. Oh je. Ich hoffe, ihr schaltet beiden den anderen Stats frei. Den letzten. Da müssen wir die Hauptquest weitermachen, glaube ich. Ja, vermutlich. Das ist aber kein Granatenslot oder so, das ist einfach nur irgendwas. Hier gibt es noch einen vierten Slot, wo du kannst du ja. Noch ein Gewehr reinpacken. Deswegen. Achso, das nein, das kannst du oben am Dingens da freischalten. Wo am Dingens? Bei dem Händler im Schiff. Glaube ich. Bringen wir es hinter uns. Das kann ich mir freischalten. Dann musst du für mein Geld sammeln, weil. Ja, du, ich bin jetzt bei 14.000 oder so. Ich weiß gar nicht, wo man das sieht. Immer wieder, wenn du Geld sammelst. Unten rechts. Wo ist der Questmarker? Das ist der Mitarbeiterbereich. Okay, da wären wir. Ich kann die neuen Burger schon fast riechen. Drück den Knopf und Digistructe diese saftigen Burger. Yeah! Ach, du machst wieder Sachen ohne mich. Nur auf den Questmarker gefolgt. Na toll! Der Digistructor hat keine Fleischproben mehr! Wir können keine Dynasty Burger ohne Fleischproben machen! Okay, bring mir eine Probe meiner Geheimzutat! Ich gebe jetzt 10.000 Geld. Was? Vertrau mir! Es klingt vielleicht eklig, aber es macht die Burger so verdammt saftig! Da ist ein Ratchbau in der Müllgrube. Ah ja. Hole sie! Verarbeiten jetzt. Oh, ich glaube, da waren wir gerade.
Ratch als erstes ein paar Ratch schlafen. Das sollte eine wütende Ratch-Mama auf den Plan rufen. Und so schnappst du dir ein fettes Ratch-Steak. Mmh, saftig. Dann komm mal mit dazu. Ich bin schon auf dem Weg, wie gesagt. Ich glaube, da waren wir gerade. Wo sind denn die? Unten. Ja, da war ich gerade. Das habe ich gerade gemacht. Kommt sie schon? Ziele gesichtet. Lass das Blut fließen. Geht doch. Und jetzt schnappt ihr ein großes Stück ekliges, köstliches Fleisch. Ja. Bring es zurück zu mir. Verdammt, ich nehme doch lieber die mit rein. Hast du das Fleisch schon, oder? Ich hab das schon, ich bin schon auf dem Weg. Ich kämpfe noch gegen ein paar Viecher. Dann hau ich mal Loot ab. Ja, ich fahre schon. Leg das Fleisch auf den Digi-Scanner und die Show kann losgehen. Ich hab dich vermisst, kleiner Freund. Ja, ein neuer Burger wurde geboren. Okay, jetzt brauchen wir einen Lieferbot, damit wir diese Burger zu den hungrigen Leuten bringen können. Drück den Knopf. Burgerbot. Wie läuft's, Alter? Gib mir 5. Negativ. Oberste Priorität, Burger an Malibon Captain Archer Bro liefern. Was? Hinterher! Lorelei! Mein Burgerbot will diesem Captain Roe, den du erwähnt hast, meine Burger liefern. Was? Du machst Witze. Kammerjäger, folge dem Bot. Das ist unsere Chance, an diesen Maliwan Bastard ranzukommen. Bin bei ihm. Du musst nicht auf ihn schießen, du sollst nur folgen. Gebiet. Die Route wird neu berechnet. Burgerbots wurden nicht für den Kampf entwickelt. Aha. Daher die Fehlfunktion. Schalte die Maliwan aus, damit er sich wieder in Bewegung setzt. Ich bin neugierig, wie deine Eingeweide aussehen. Und noch einer beißt ins Gras. Wir sehen uns in der Hölle. Mit meinem Metallien und Symbole. Halt, Gebiet geräumt. Ah ja. Folg du ihm mal, ich komm dann auch mal nach. Feindliches ja. Gebiet, die Route wird neu berechnet. Ah, mehr Maliwan! Schalte sie aus, damit sich der Burgerbot wieder in Bewegung setzt! Schieß auf den. Das ist keine neue Information. Ich hab grad auf den Burgerbot geschossen, ich bin dumm. Ich hab auf den Tier geschossen. Ihre Eisbrecher, aha. Leer! Niemand zu mehr. Ich war immer noch zu weit! So weg ist er. Ich hab einen Boss besiegt. Oder so.
Das sind nur die normalen dicken Gegner. Ich habe keine Munition mehr. Ich aber noch. Die Bürger einfach auf den Boden geschmissen. Du bist gleich Asche. Du bist gar. Komm, den haben wir gleich. Oh, meine Waffe kann ziemlich viel. Der geht da down. Bleibt sauber, Leute! Ah, shit. Gute Arbeit beim Ausschalten des wertvollen Ziels, Kammerjäger. Lorelei, es wird eine Weile dauern, bis wir Malibons Steuerung meiner Burgerbots überschrieben haben. Ich hab ein Schild, was für dich. Ist wohl Schrott. Also, ja, tschüss, Burgerbot. Könntest du inzwischen für mich diesen Burger an Lorelei liefern, Kammerjäger? Und jetzt Punkte für dich. Ich brauch die jetzt ein nicht. Booster Shield. Und verkaufe ich so. Ja, das passt schon mal im Detail sowieso voll. Lorelei! Ich schicke dir den ersten von vielen Burgern. Ich brauche nur etwas, um meine Burgerbots neu zu programmieren. Dann läuft die Burgermaschinerie wieder. Vielen Dank, Bo. Wir haben hier viele hungrige Mäuler zu stopfen. Und darüber müssen wir. Mhm. Ist ja nur ein kleiner Umweg. Ja, so wie immer halt. Immer einmal quer durch die Web rennen. So wie immer halt. Jo. Wir konnten doch eigentlich von überall schnell reisen, oder? Konnten wir das? Offensichtlich. Das ist doch nur noch 2 Meter hier. Ich bin da. Ich auch gleich. Fetten Dank, dass du Captain Rowe erledigt hast. Der burgergeile Drecksack war schlimmer als Hämorrhoiden. Und jetzt ist er tot? Echt gut gemacht. Erst Kaffee, jetzt Burger. Die Grundpfeiler der Zivilisation. Wir bauen diese Stadt Stück für Stück wieder auf. Danke für deine Hilfe. Du hast dir eine neue Quest angenommen. Noch nicht. Wollen wir mal die Hauptquest weitermachen? Pass auf deinen Arsch auf! Wir haben noch eine. Ja. Lass mal erstmal verkaufen. Du hast Feinde. Hab ich gerade. So. Ich hab noch ein bisschen was an Zeug zu verkaufen. Hat jemand mein Sandwich gesehen? Es war groß und angebissen und gehört mir und ich war noch nicht fertig damit. Mutti verkauft auch endlich mal. Jeder hat seinen Preis. Ja, was kann das, was wir da gekriegt haben? Unterstützt Läden in der Region. Verkauf bei Marcus. So, auf dem Schiff kann ich dann wieder die. Wollen wir mal zurück aufs Schiff und damit ich dann den dritten Waffenslot freischalte. Ja, wir können mal kurz aufs Schiff zurück, ja. Du meinst, da kann man das freischalten? Ich glaube. Nee, tust du nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass man das machen kann.
Schön, dass du wieder da bist. Bei Dingens, bei Markus war das, oder? Ja. Was noch ein Geld haben. Sorgen. Und wo soll ich das machen können? Das ist eines der besten SDUs, die du kaufen kannst. Also kaufe schon. Ich gucke gerade. Ah, nee, du konntest im Rucksack die Kapazität erhöhen. Das war's. Rucksack-SDU. Erhöhe darauf die Anzahl von Mitgliedern im Rucksack tragen kannst um 3. Ja, das hier. Also, wenn du keine SDU kaufst, bist du so gut wie tot. Ist zwar nicht das, aber das ist zumindest ein größeres Inventar. Mist. Na, da müssen wir irgendwann wirklich die Hauptsäule weitermachen, aber ist ja egal. Hat der jetzt eigentlich noch irgendwas? Ein großes Inventar ist generell nicht schlecht. Du brauchst mehr Platz. Ja, deshalb habe ich mir auch gerade nochmal gegönnt. Speicherdeck Upgrade. Sniper Rifle ist. Du hast zwei Möglichkeiten: eine SDU kaufen oder nicht. Tu es einfach. Mit Pistolen. Ich habe eine Pistole, zwei Pistolen und ein Gewehr. Ja, sag einfach Bescheid, wenn du bereit bist. Du brauchst mehr Platz, also kauf das endlich. So, Pistolen noch ein bisschen verbessern. Sehr gut. Und jetzt noch ausrüsten. Vielleicht bei einem von meinen Automaten. Ach, man muss die SDUs ausrüsten. Nein. So, wer bereit? Du willst jetzt 10 weiter Nebenquests machen? Ja, die eine, die wir noch haben, machen und dann können wir Haupt weitermachen für. Ja, wobei, wir wollten ja heute nicht so lang machen, also eventuell machen wir noch die Quests dann Ende. Ja, ein Stündchen können wir noch. Ich habe keine Ahnung, wie lange die dauert. Komm zu mir, mein Freund! Quest schon aktiviert. Natürlich. Und dahinter müssen wir. Und dann habe ich endlich mal ein paar legendäre Waffen. Irgendwo hier. Hack mir diese Kette in Stücke! Ja, genau da habe ich all diese Familienhinrichtungen durchgeführt. Ich habe sie in Stücke geschnitten und ihre Überreste wahllos in diese Leichensäcke geworfen. Wie Müll! Ja, du hast schon aufgeräumt, fantastisch. Cool, als ich das getan habe. Das war ich, Kammerjäger. Ich habe diese Morde begangen und sie waren alle schrecklich. Ich sollte dein Ziel sein. Das beweist nur, dass Mullywon meine Familie getötet hat. Nicht, ob Rex oder Max es waren. Meine Familie hat Vorräte in der Nähe gelagert. Vielleicht findest du dort ein paar Hinweise. Kammerjäger, glaub mir, ich bin der Schlimmste. Ich hab meinen Typen das grüne Zeug aus einem Säurefass trinken lassen. Er wurde zersetzt. Hab seinen Schädel gesehen und so. Was laberst du da? Das war Tinker Tony und er hat es als Mutprobe gemacht. Das zählt überhaupt nicht. Können wir den irgendwie mal ausschalten? Ich denke mir, labert. Dieses ganze Spiel ist nur irgendwelche Typen, die labern. Und der ist besonders nervig. Oh, weißt du was? Du hast recht. Ich hab das durcheinander. Ich find ihn durchschnittlich nervig. Du hast den Typen zersetzt. Übelsten Respekt. Ja, Mann. Okay, wie kommen wir jetzt da hoch? Musst du nicht. Ich bin eine Gefahr für die Gesellschaft. Was ist, Kammerjäger? Willst du mich nur töten oder was? Fick dich! Ich hab die Vorräte zerstört!
Kammerjäger! Ich bin das größte Monster der Geschichte! Wenn das jemand verdient, von einem Kammerjäger gejagt zu werden, dann ich! Ich weiß wirklich nicht, wer von beiden so grausam war, meine Familie zu töten. Such dir einfach aus, wen du tötest. Das wird meine Rache sein. Ich traue deinem Urteil. Können wir beide töten? Vermutlich. Nee, geht so lang. Hier ist ein Aufzug. Komm mal rein hier. Ja, ich komm gleich. Moment. Oh, hier war ich schon. Kommst du jetzt nochmal hin? Ja, vielleicht ist der Boss respawned. Von dem habe ich die coole Waffe, die ich gerade benutze. Kommst. Oh, scheiße, ich bin wieder unten. Ah, da. Ich erinnere mich noch an den Tag, als ich auf Promethea ankam. Die Gebäude wirkten so groß und majestätisch. Mach's denn ohne mich? Ich habe ununterbrochen in den Himmel geschaut. Da hat mir ein Dieb gleich die Hosen geklaut. Promethea ist nicht Pandora, aber eine Stadt ist eben immer gefährlich. Das würde Ort sein, an dem ich entweder mein Schicksal finde oder in der Gosse sterbe. Und dank meinem Partner und Erzfeind Aslan de Vega war Promethea fast beides. Ja, da ist der Typ. Na komm. Auf mich gedreht. Bin vergiftet. Ja. Oh, ja, der droppt ein bisschen was. Noch eine goldene Waffe von ihm. Kann ich ja nehmen. Nur demnächst dann. Und das? Nee, ich hab hier keine goldene Waffe. Ja, ich hab eine eingesammelt, ich kann sie dir geben, wenn sie scheiße ist. Ja, danke. Wenn sie scheiße ist. Immer gern. Ja, genau der war's. Wichser. Danke, Kammerjäger. Ich kann endlich Frieden finden, nur da meine Familie gerecht ist. Sterben. Komm her und hol dir deine Belohnung. Dahin, wo du hergekommen bist. Ich wusste, dass es einen Grund gibt, warum ich dich bei mir habe. Ich mag deine Begeisterung, Bestie. Dann müssen wir wieder darüber. Zum Glück gibt es hier keinen Fallschaden. Ja, ich guck mal, was das für eine Waffe war. Bin schon unterwegs. Ich bin mir nicht mehr sicher. Der 250er Waffen. Auch wie ein Familienmörder Feuerschaden. Aus. Was ist, wenn er es war? Kannst du ihn vielleicht auch noch töten? Nur für den Fall. Du hast also doch gecheckt, dass ich der Schlimmste bin. Bring das hinter uns. Bei dir oben oder was? Jupp, ja, bei dir oben. Ich bin nie weg gewesen. Und dann mach mal. Okay, alle Möglichkeiten abgedeckt. Damit hast du meine Familie auf jeden Fall gerecht. Ja. Komm her und hol dir deine Belohnung, Kammerjäger. Das ist auch eine spaßige Waffe. Ja, viel Spaß damit. Die kannst du gern haben. Die ist nicht unbedingt das, was ich will. Unterwegs. Und wo müssen wir jetzt hin? Sag ich dir gleich. Was geht? Questmarker nicht. Du musst irgendwo. Wir haben aktuell keinen. Oder? Nee, Quatsch, doch, wir haben Questmarker. Wir müssen uns die Belohnung abholen. Aber wo? Ja. Questmarker.
Wenn du die Karte öffnest, siehst du ihn. Nee, ich sehe ihn halt nicht. Dann benutze halt die Minimap und geh einfach grob in die Richtung. Ach, da drüben. Oh, scheiße. So kommt er dann am anderen Ende. Warum habe ich eigentlich einen Burger-Granatwerfer? Der ist scheiße. Dann verkauf ihn. Mach ich dann auch. Wie gesagt, die Feuerwaffe kannst du, wenn du haben, die ich jetzt gerade gefunden habe. Ja, wir treffen uns beim Ziel. Ich dachte, eine Stadt wie Promethea wäre voller Möglichkeiten, aber eigentlich war sie nur ein einziges Pulverfass aus Gewalt und Gier. Die Konzerne zogen sich zurück und nannten es eine Sackgasse. Die Leute sind verhungert, haben Steinsuppe und gekochten Ratsch gegessen, um durchzukommen. Ich hab's irgendwie geschafft und konnte überleben. Zur falschen Zeit am falschen Ort trifft es wohl am besten. Der Trick beim Erfolg ist es manchmal einfach länger zu leben als der andere. Neue Trend freigeschaltet. Hey. Die Atlas Corporation scheint sich unter der Führung von Reese reformiert zu haben, hat aber eine dunkle, schlimme Vergangenheit. Oh, anscheinend hat... Rache! Du bist ein Killer, Kammerjäger. Vielen Dank, dass du den endlosen Teufelskreis des Blutvergießens auf dich genommen hast. So konnte ich ihm entkommen. Hier, das sollte dein blutiges Gewissen erleichtern. Aha. Sprich mit Lilith. Ach. Ich hab nichts bekommen. Doch, wir haben Geld gekriegt, glaube ich. Alter, ich kann mich nicht bewegen. Was ist das für eine Scheiße? Das ist schlecht. Alter. Dann machen wir eine Schnellreise. Stimmt. Da haben wir jetzt die Hauptquest. Warum öffnest du das Menü? Einfach random. Keine Ahnung, passiert. Komm, öffnest du das Menü? Einfach mal nimm. Weil ich die ganze Zeit schon drin bin und versuche schnell zu reisen. Das tue ich auch. Ja, dann mach mal nicht. Ich hab dich vermisst, kleiner Freund. Hast du dann mal nach Wunde zu Begriff? Ich verkaufe erstmal Zeug. Ich hab kein Zeug. Dann mach mal, ich gebe wieder Geld für Schwachsinn aus. Freunde, Verbündete, Gratulationen. Ich gehöre nicht dazu und werde es auch nie. Nur gut, dass ich keine Langeweile verspüren kann. Lauter! Warum kann ich gerade nicht? Merkwürdige Zeiten. Und wie ist Promethea so? Ein Kriegsgebiet. Atlas wird zermalmt. Wir werden Reese helfen, wenn wir können, aber erstmal müssen wir nach Athenas. Ich habe da eine Freundin, mal sehen, was sie weiß. Nun, das Gebiet wird noch schaut. Verschlüsselte Nachricht an Athenas. Mhm. Rufzeichen Saphir. Und Kommunikation still! Was willst du? Schlechter Zeitpunkt?
Ja, irgendwie schon. Du meldest dich sicher aus dem gleichen Grund, aus dem Maliwon unser Kloster zerstampft. Also ich habe es nicht. Weißt ach die. Du, hey, kommt schnell her, sonst verpasst ihr den ganzen Spaß. Und mit Spaß meine ich, von Firmenmördertrupps plattgewalzt zu werden. Maya, sie kommt klar, bis wir da sind. Sie ist eine Sirene und ein Badass, wie er im Buche steht. Vielleicht bringen wir sie ja dazu, uns beizutreten. Wäre hilfreich, noch eine Sirene an Bord zu haben. Neben dir, Lilith. Dich habe ich mitgerechnet. Oh, mehr Ladies, aber für ein Clap-Rap-Turmschiff. Na, kontaktiere Maya. Oh, alle blicken auf Clap. Ja. Dann kontaktieren wir mal. Kurs auf Athena setzen, Kammerjäger. Mhm. Das müssen wir vorne machen. Oder wie? Ja. Athenas. Auf geht's. Aha. Schon wieder Maliwon. Die Kerle sind unerbittlich. Landekapsel bereit, wenn du es bist, KJ. Hey, Rekrut. Komm her, gib mir $20. Das ist ein Befehl. Ah, ja. Ist mein Planeten freigeschaltet? Jetzt haben wir hier irgendwo eine Quest. Mhm. Gut, dass du da bist. Mit einem Kammerjäger ist man immer sicherer. Ein von einer seelensaugenden Sirene angeführter Banditenkult. Firmenkrieger auf Promethea. Wir stecken in der Scheiße, Amigo. Kein Zweifel. Tritt einfach weiter für Lilith-Ärsche. Ah, okay. Hast du schon gemacht, oder wie? Ja. Weil ich sowieso gerade da war. Hier tauchen so viele Gegner auf. Immer. Ja, cool, sehr. Da bist du ja. Passend für den Kampf. Lila, der ich bin Maya. Komm zu mir ins Marktviertel. Ein Bataillon Maliwon-Soldaten zertrampelt mein Haus und ich würde mich über Hilfe freuen. Du weißt schon, bei ihrer Auslöschung. Okay, hier sind die ersten Automaten. Es wäre toll, wenn außer meiner Schülerin noch jemand hier wäre, der keinen Eid der Gewaltlosigkeit geleistet hat. Apropos. Ah ja. Wir sehen uns. Mörderisiert! Und wie ist die Gegner? Geht's. Ich bin hinter dir. Ich bin bald da. Ich sorge nur für etwas. Karma Neuausrichtung. Wenigstens mal ein bisschen die Tapeten wechseln. Marlina statt Blau. Autsch. Ich glaube, die Kiste war explosiv. Okay. Das ist doch nicht.
Aha. Ich hab mal eine Glocke geläutet. Mhm. Du hast mich beim Looten unterbrochen. Tja, blöde Zwischensequenzen. Neuer Verbündeter wird vorgestellt. Mhm. Diese Mönchsdame, die ich meine, nennt sich Maya. Du treibst dich also mit den Raiders rum. Schätze, Lilith musste mich früher oder später ersetzen. Bereit für etwas Action? Maliwan besteht aus jeder Menge Technologie-Nerds. Machen wir ihnen die Hölle heiß. Dachte ich mir. Mir nach. Wir treffen uns mit meiner Schülerin, falls sie noch nicht umgebracht worden ist. Ah ja. Das Fragment ist in einer eridianischen Einsiedelei eingeschlossen. Das Kloster wurde von Mönchen darum herum erbaut, die es für heilig hielten. Ist es vielleicht, aber im Moment zieht es die falsche Aufmerksamkeit auf sich. Ich lose gerade noch. Ich kam von Pandora zurück, um diesen Ort zu schützen. Hat gut geklappt, bis Maliwan uns gefunden hat. Achtung, ihr dämlichen Pazifisten-Mönche! Hier spricht Unterdrücker Trond. Das ist nicht nur ein Titel, Unterdrückung ist mein Metier. Athenas ist jetzt Eigentum der Maliwan Corporation. Zutritt verboten! Oh, das ist Trond, die Nervensäge. Bislang konnte er nicht in die Einsiedelei vordringen. Aber wir sollten uns nicht auf seine Inkompetenz verlassen. Ich bin dann schon mal weiter hier. Ah ja, ich komme. Dazu kommt hör zu, Mönche. Ich weiß, dass ihr glaubt, ich würde das tun, um euch zu quälen. Aber eigentlich mache ich das nur, damit mein großer Bruder stolz auf mich ist. Er ist ein General und ich habe deshalb einen riesigen Minderwertigkeitskomplex. Wenn ich also euer ganzes Kloster niederbrennen muss, um ihn zu beeindrucken, dann werde ich das tun. Versteht ihr? Das versteht ihr doch, oder? Aber klar doch. Sichere den Platz. Danach läuten wir die Friedensglocke, damit uns die Mönche durchlassen. Bin hier gerade am Verrecken. Alles gut. Beeil dich. Neue Stärke. Danke. Ich wollte schon immer einen Luftattack. Keine Munition zu mir. Was für ein Scheiß. Ich hätte vielleicht Munition erhöhen sollen. Für die und Waffen. Noch einer beißt ins Gras. Ja, für die Flummi-Pistole habe ich gar keine Munition. Die er bricht aus, Waffe, die erzeugt auch kleine Vulkane. Ah. Sehr interessant. Oh oh. Ja gut, wie gesagt, wir alle erinnern uns an die SpongeBob-Superhelden-Episode. Natürlich gibt es kleine Vulkane. Nicht wirklich. Muss ich dir die ersten drei Staffeln auch noch zuschicken, so wie ich es bei Star Trek gemacht habe? Erstmal muss weitere Star Trek-Episoden. Darf ich Sachen folgen? Gucken. Ah, ich bin tot. Guck dir einfach Prodigy und Change New Worlds an. Der Rest ist unbrauchbar. Erstmal brauche ich hier das hier nach TNG. Nach Deep Space. Hast du Voyager immer noch nicht gesehen? Ne, Voyager habe ich noch nicht gesehen. Ich hab's ja noch nicht. Voyager ist mit das Beste. Momentan gar keinen Sinn und gar kein Geld dafür. Ein Monat Netflix, 6,99. Ich besiege immer die ganz großen Riesen. Vulkan. Keine Munition mehr. Das Ende eines Alten. Ich hab dich mit
Nein, ich kann auch nicht mehr schätzen. Das letzte Mal. Wir sind noch zwei, ja. Die Glocke läuten. Die Luft ist rein. Wenn wir nicht im Krieg sind, läuten die Friedensglocken Tag und Nacht im Stundentakt. Echt ein Albtraum. Ah ja. Maya, wo ist die Kleine? Sucht vermutlich Ärger. Ob du Ärger hast oder machst, mögen die sechs Stürme dich schützen. Er hat recht. Ich sollte nach meiner Schülerin sehen. Ava, bewachst du noch die Bibliothek? Maya! Hey, ja, ich bin sowas von bei der Bibliothek. Du hast doch gesagt, ich soll dort bleiben. Hier, weil ich bin ja noch hier. Das war ein... ich muss los. Küchekämpfer. Ava ist so schwer an einem Ort zu halten wie Quecksilber. Aber deshalb habe ich sie aufgenommen. Entweder wird sie umgebracht, oder ich bringe ihr bei. Aufgestiegen. Zu überlegen. Achtung, Mönche von Athenas! Hier spricht Captain Trott. Gebt sofort das Schlüsselfragment heraus, oder wir verkleinern euren so blöd friedlichen Planeten. Das heißt, wir springen ihn. Gott, ich liebe diese Firma. Form und Funktion. Ich habe eine Granate. Oha. Wurde geschleudert. Wir sind ein paar Gegner, falls du dazu kommen willst. Ich hab hier selbst an. Der nächste, bitte! Hierüber, ihr habt. Müssen wir bald Munition aufladen. Keine Munition mehr, keine Munition mehr. Ich brauche mal eine andere Waffe. Wir folgen wahrscheinlich. Mhm. Vergiss nicht zu looten. Das machst du ja sehr zuverlässig. Ja, aber das machst du nicht. Ich warte auf dich. Bringt ja nichts, wenn ich wieder 50.000 Geld hab und du aber hallo, zwei. Kammerjäger. Wärst du bei Beginn der Invasion nicht sinnvolles hier. Wir Alleinstand gehalten. Jetzt läute die Glocke. Mist, geht aus den Tresoren mit. Ich brauche Iridium, um in die Einsiedelei zu gelangen. Es stärkt meine Sirenenkräfte. Ganz und gar nicht nebenbei bemerkt. Was hältst du von Grabräuberei? Hab schon Schlimmeres getan. Weitaus Schlimmeres. Ehrlich. Gut. Auf dem Friedhof ist etwas Iridium versteckt. Irgendwas sagt mir, dass Ava schon da ist. Sie wird dir helfen. Ich war noch nie in der Einsiedelei. Es sind iridianische Schutzvorrichtungen darum, aber die müsste ich umgehen können. Es gibt da eine Passage in meinem Buch über alte Sirenentechniken. Ich hole es mir, da die Bibliothek nicht bewacht ist, und komme nach. Habe ich nicht auch für diese Waffe Munition? Ja, ich will auch mal auf.
Jo. Wo jetzt hin? Ich versuch gerade ein bisschen zu cheaten, so. Und darüber geht's. Ich glaube, ein bisschen Weg geskippt. Okay, hast du das? Ich hab einen Wasserfall gefunden. Sicher. Ja, keine Sorge, ich hab einen Haufen Elektro-Dinger geworfen. Bis hierhin und nicht weiter! Ach, das hat die ganzen Lava-Dinger. Guck mal, deine Waffe. Die Lava-Dinger sind meine Waffe. Und ich weiche den immer aus. Das sind meine Vulkane. Das ist ja voll geil. Das ist ein Spaß. Das scheint mir sehr spaßige Waffe zu sein. Ich hab nur diese Feuerbögen, die ich schießen kann. Platziere Vulkane in Gegnern. Das ist das Ding. So funktioniert die Waffe. Und ich meine, wird halt effektiver, je weiter weg der Gegner ist. Beziehungsweise halt eine größere Streuung und trotzdem gleichen Schaden. Das ist ganz cool. Ah, du bist okay. Katzin. Kann ich das haben? Danke, bis später. Eva. Oh, hey! Ich war hier gerade am Leichenplündern. Aber hey, du bist echt Kammerjäger wie Maya früher mal? So mit Abenteuern, Universum retten, Bösewichte killen? Ja, ich darf so gut wie immer üble Burschen platt machen. Ist toll. Ja, das ist so verdammt cool. Ich könnte sterben vor Freude. Ich werde auch Kammerjäger. Oder ich wäre es gern, wenn Maya mich mit mehr beauftragen würde, als diese muffige Bibliothek zu bewachen und endlos auf Wasser zu starren. Entschuldigung, ist echt fad hier. Ich habe hier ein neues Outfit gemacht. Das muss ich auch mal ausrüsten. Was hast du zu bieten, Thor? Nichts, du Null. Gar nichts. Wir waren gerade auf dem Schiff, aber egal. Mist. An alle! Hier spricht Captain Croft! Die Mönche sind auf diesem gruseligen Friedhof! Erledigt sie und macht mich stolz! Dann spendiere ich eine Runde Softeis! Ian Kleinholz! Stell dich hier, Kammerjäger! Ich bin immer noch zu weit! Wir haben eine Granate! Ja. Das Grab kriege ich ohne Probleme auf. Was hast du zu bieten, Grab? Nichts. Maya sagt, die Mönche haben Iridium in die Gräber getan, damit die Toten im Jenseits was zum Ausgeben haben. Wir zahlen es später zurück. Also, wenn wir nicht auch tot sind. Oh. Leer. Blöd. Du hast aber schon ich weiß, wo wir es noch probieren können. Ja. Fantastisch. So muss genau. Das. Und bumm, macht das Dynamit. Euch überhaupt? Ich meine, ich dachte, ihr steht nur auf Sinn und so ein Scheiß. Beendet sofort diese Rebellion, sonst verwandle ich euren Meditationsplaneten zu Feinstaub. Oh oh.
Töten wir sie und plündern sie dann! Ich bin schon wieder tot. Oh nein. Na hier. Der ging da noch da drüben. Vulkan. Will ich gar nicht wissen. Ratchen! Ich hasse Ratchen! Oder sind von Ratches? So oder so. Das gab es noch mehrere. Sie müssen sterben. Mhm. Sie scheinen das Iridium gefressen zu haben. Aber Maya wird viel mehr davon brauchen. Letztes Grab. Dann können wir zu diesem Fragment. Mann, seit ich hier bin, will ich in diese Einsiedelei. Verschlossene Türen jucken mich echt in den Fingern, Mann! Ah, Ratchangriff! Weg hier! Das stand nicht in meinem Vertrag! Was zur Hölle? Großer Ratch! Verdammt, Mutter! Ist schon tot. Ja, er ist schon längst weg. Scheiße, ja! Und der war weg, während sie großer Ratch gesagt hat. Ja. Komm schon, wir müssen los! Du lootest sehr fleißig. Welchen Grab wollen wir eigentlich? Keine Ahnung. Schluss mit den Spielchen, Mönche! Macht euch bereit für ein Gottesmodell! Ist es noch Weizen von jetzt da? Er will den ganzen Spaß beim Maliwon bekämpfen für sich! Scheiß drauf! Dieser Troll ist voll übel und ich will ihm selbst in die Eier treten! Ui. Gesundheit. Kugeln kauft man. Und schütze die Kornkammern. Der Kammerjäger kann sich um Maliwon kümmern. Oh, verstanden, Maya. Bin unterwegs. Ständig muss ich Archive, Lager oder Heilige irgendwas beschützen. Wir sehen uns, Kammerjäger. Hm. Ava hat dich ja richtig ins Herz geschlossen. Prüf mal deine Hosentaschen. Sie war blinde Passagierin auf einem unserer Handelsschiffe. Wir sind uns begegnet. Sie wollte mein Buch klauen. Statt sie von einer Klippe zu stoßen, machte ich sie zu einer Schülerin. Ich habe mein Buch und bin gleich unterwegs zu dir. Ich muss nur noch kurz... Sterb, ihr kommt nach Gottes! Anti, Entspannungsübungen. Schon besser. Sterb hier an Vergiftung. Viel Glück im nächsten Leben. Einer noch. Auf Eigenbeschuss aufpassen! Wo ist denn der Gegner? Da oben. Jemand muss deinen Arsch bewachen! Also gut, Ava. Wo ist es? Nicht hier? Noch einer. Oder sonst wo? Weil ich gar nicht weiß, wovon du da redest. Wir starben beim in die Tasten hauen. Man sollte nicht meinen, dass unsere Hände zum Klavierspielen gemacht sind. Sind sie auch nicht. Der Typ hatte ein Zündepunkt am Modul. Diesmal wird niemand keinen Grund haben, die Karaoke nach
Meine Schwäche wurde zur Kenntnis genommen. Keine Munition mehr. Gibt da auch nicht. Ah, wahrscheinlich ist die Polizei. Ach so. Verstehe. Ja, ich meine Dämlichkeit. Nutzt ja zwei Pistolen, deswegen ist da die Munition auch. Ja. Ja. Pistolenmunition alles, dann kann ich die andere auch nicht nutzen. Das sollte ich mal eine andere Waffen abnehmen. Scheiße, ich bin gut. Für solvente Kunden ist der Tod nur ein vorübergehender Rückschlag. Habe ich irgendwas im Inventar, was ich ausrüsten kann? 50 Schaden, lass mal. Hast du irgendeine gute Waffe, die du mir noch geben kannst? Ja, Moment. Die keine Pistole ist. Die Stürme haben dich zu mir gebracht. Ja, ich muss kurz den Typen hier fertig machen. Wenn du kommst, dann kann ich dir das Ding runterwerfen. Du bist eine ganze Weile weit weg. Sekunde. Wir müssen durchs selbe Dorf. Bin unterwegs. Du hast mehrere goldene Waffen. Ja. Wer auf der falschen Seite steht, stirbt. Hast du noch die Kackewaffe oder? Nee, die hab ich nicht. Hier bin ich. Ja. Das hier. Schauen wir mal. Ort, Dienst, keine Ahnung. Besser als die Pistole vielleicht. Was macht die? Naja. Die macht aber super viel Schaden. Da kann ich zum Beispiel die Pistole kannst du mir aber droppen. Ich brauche nämlich was Gutes als Ersatz. Ich konnte die halt nie nutzen, weil wenn ich nutze halt die Standardpistole und dann alles, dann ja. Ja, ich bin halt gerade bei 2 MGs, das heißt, ich habe auch Munitionsprobleme. Ja, kannst du haben. Super, weil alles klar. So, wie jetzt dann? Aha. Halt beschissen aus allem, was ich habe. Na gut. Ich nehme sie mal anstelle vom Raketenwerfer. Du hast einen Raketenwerfer? Natürlich, ich habe mehrere Raketenwerfer. Lass mir einen davon geben. Sicher. Wo geht's jetzt lang? Ja, Moment, ich schmeiß dir einmal den hier runter. Den hier. Ja, der müsste ziemlich viel Schaden machen. Hm, 107. Macht auf jeden Fall mehr Schaden als das Ding. Das grüne Ding. Ich glaube, die hatte ich vorher. Na dann. Hier noch meine Sniper. So, wo müssen wir jetzt hin? Da drüben. Mhm.
Bis jetzt kommen wir dahin. Keine Spielchen mehr. Es sei denn, wir spielen Mack den Mönchentock. Das wäre echt gut. Ich werfe jetzt am Sack dazu. Das ging schnell. Hier ist ein Automat. Ein fairer Preis für Seelenfrieden. Ich hab Kugeln mit deinem Namen drauf. Moment, so war das nicht gemeint. War mir eine Freude. Okay. Nicht Geld. Lustloses Zeug. Die geht's runter. Ja, vergiss nicht, du kannst auch verkaufen. Zu spät. Und der ganze hier reingestellt. Ja, wo ein Boss oder wie? Ich hab getraut. Können wir danach Schluss machen? Ja, warum nicht? Noch was weit. Welche Wut! Hier kommt Haar! Hier ganz schön. Ah, ich bin gleich tot. Bleib am Leben. Wenn möglich. Und ich bin tot. Mal schon durch die Spawne. Hast du den Boss schon ohne mich, oder? Ja, den habe ich fast. Warte, ich komme dazu. Die Sache ist halt, meine Waffe macht halt wirklich lächerlich die Farben. Und er ist tot. Okay, genommen. Kein interessanter Loot. Nichts anderes. Jäger, du hast Trond erledigt? Sehr schön. Er ist tot, nur das zählt. Aber auch für dich hier was. Du hast das Iridium? Ja, damit. Diesen Schrott zum Verkaufen. Ich konnte Iridium nie so nutzen wie Lilith, aber ich habe eine Technik in diesem Buch entdeckt, die das ändern könnte. Ich darf die Lehre nicht anzweifeln. Okay. Oh, eine goldene Waffe. Los geht's. Ich habe eine goldene Waffe. Dann zeig mal, ich habe sie nicht. Was kann sie? Welche war's? 40 mal 4 Schaden. Es funktioniert. Sieh genau, ich klingt. Klingt interessant, hau sie mal raus. Ja, kann ich doch nicht gebrauchen. Kann sie die mal hier hinwerfen? Ja, schmeiß mal her. Ich fühle mich, als könnte ich einen ganzen Wenn ich verkaufe sie. Bring mir das sofort bei. An diese Art von Kraft könnte ich mich gewöhnen. Okay. Holen wir uns das Schlüsselfragment, Kammerjäger. So, Ava. Du hast die Invasion also überlebt. Offenbar ja, hat das ist die, die ich wollte. Starren in Wasser doch was gelehrt. Ich komm schon klar. Ich habe kämpfen gelernt, lange bevor ich dich traf. Oha. Okay, Trainingskampf. Hier ist jetzt noch ein bisschen Zeug. Ach, eigentlich gerne. Aber ich muss noch Beute sortieren. Nein, pack eine Tasche. Mit grüne Waffen und weiße Waffen. Wir gehen mit dem Kammerjäger. Was,
Ich meine, cool. Na gut, könnte Spaß machen. Ich pack mein Zeug. Kammerjäger. Oha. Schau dir das an. Die Iridium-Nachrichten überall in der Galaxis hinterlassen. Deshalb habe ich vorher verkauft. Ich vermute schon lange, dass es eine Verbindung zwischen Sirenen und Kammern gibt. Ich kann es nicht lesen, aber es muss was bedeuten. Ich habe eine große Waffe bekommen. Ist da was Interessantes? Ja. Was kann die? Weißt du, welches war? War die Vanillane hier? Itchy Pent Up Freeway. 86 mal 4 Schaden. Das Relikt war schon hier, als ich geboren wurde. Verstrahlte Feinde verursachen bei nahen Feinden Schaden. Ist Athenas nicht mehr sicher. Mhm. Ja, das ist auch das, was ich ganz gerne benutze. Dann tausche ich mal den Raketenwerfer. Meine Standardwaffe, die hier. Ich muss dir was sagen, bevor ich es Lilith erkläre. Jo. Der eigentliche Grund, weshalb ich Ava als Schülerin genommen habe. Sie wird eine Sirene, irgendwann. Und dann soll sie bereit dafür sein. Wir sehen uns in den Sternen, Kammerjäger. Ja, zurück zum Schiff, oder was? Ja, hier zu Sanctuary zurück. Ja. Hier gibt's auch nicht viele, also... Ah, doch, da hinten haben wir eine Zeitquest tatsächlich. Lass mal zur Sanctuary zurückkehren. Nö, ich mach. Ich würde die eine noch kurz mitnehmen, wir wollen eh dann. Ich habe ihm eine Ohrfeige mit meinem werkofianischen Schinken verpasst, bin in mein Schiff gesprungen und nie zurückgekehrt. Und die Moral von der Geschichte. Na, ich würde das Stream jetzt bald mal beenden. Ja, wie gesagt, ich würde noch die eine Quest mitnehmen, damit wir es nicht vergessen und dann. Würde ich auch beenden. Also annehmen, nicht machen. Bisschen Waffen verkaufen. Bisschen Waffen noch verkaufen und ein bisschen Outfit anziehen. Ja. Ups. Sag, wenn du soweit Bescheid bist und bereit bist. Ja. Müssen wir Reisepunkt. Ja. Ja, das ist tatsächlich die Waffe, die ich unbedingt haben wollte. Single Crunch. Toll. Ist die Quest nicht angenommen? Ja, natürlich nicht. Oh mein Gott. Müssen wir später annehmen. Gut. Ja, ist auch egal. Die bleibt da auf der Map. Lilith hat mir gesagt, du hast ein Kammerschlüsselfragment erlangt. Bring es mir. Ich verwahre es, während du rumziehst und weitere suchst. Ist das Ding an? Test, Test. Kopf. Hey, Kammerjäger. Wir haben eine Gelegenheit für dich. Ah, Nockmaske. Claptrap! Heiliger Bimbam, ich hab so viel von dir gehört. Kannst du diese Klotze auf dem Kopf haben? Ja? Als du dich mit den Bullymungs angelegt hast, mit Captain Flint und den Stufen. Oh. Maya muss mir immer davon erzählen. Plasmatisch. Du willst also Geschichten hören, wie cool ich bin. Genau. Sieht wirklich aus. Komm, neues Lieblings- ja. Ich guck noch gerade was nach und dann können wir. Ich hab noch nicht genug irgendwie. Ich sehe jetzt wie angemalt aus. Ja, na, also ich gebe noch kurz das Geld beim Casino aus und dann passt das. Ah, nee, lass mal. Legende zu sein. Das höre ich oft.
so die schrillsten Frauen, die es gibt. Wo kann ich den Skin vielleicht? Das sieht gruselig aus. Mhm. Letzter Schrei. Ich habe einen Farbeimer über mir ausgeschüttet. Ah ja, hey, ich gebe wieder Geld aus. Und das noch fallen lassen. Ja, ich hatte nicht genug Inventarplätze. Dann die verkaufen. Yes. Wir bieten jetzt auch den das macht auch gerade mal. Mehr schießen, mehr kaufen. Was haben wir aktuell für Waffen? Ich bin den, einen Raketenwerfer, eine Pistole. Also wenn du keine SDU kaufst, bist du so gut wie tot. Nur meine Meinung. Wie viel Uhr ist es? Kann ich schon was trinken? Und ich bin Geld, fantastisch. Ich hab kein Geld. Das ist ein Problem. Dann geh mal rüber und dann solltest du was bekommen. Hast nicht noch super viele Waffen im Inventar oder hast du schon verkauft? Nein, hab ich grad verkauft. Den Rest gebe ich am Automaten aus. Oh. Nutzen ist möglich. Warum das? Wo kann ich denn das Ding was? Hab ich mich kannst du das aufheben? Sag's ruhig, nur so kann ich dazu lernen. Ich glaube. So, jetzt ja. Du wirst das nicht machen. Hast du gehört? Oh oh. Autsch. Mhm. Ich bin fast tot. Ich auch. Komm, ich gebe ein bisschen Iridium aus. Das Iridium brauchen wir noch für die Quest, glaube ich. Nein! Nee, brauchen wir nicht. Das ist unten für die. Ich mache das nicht. Ich habe kein Geld mehr. Fantastisch. Ich habe kein Iridium. Ja, ich gebe es 150 runter, also noch dreimal spielen und dann also, passt das. Das weiß ich jetzt. Warten ist nicht so meine Stärke. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Obst gegessen habe. Vielleicht Spielkarte ist das, was du willst. Warte, ich habe auch, glaube ich, noch ein bisschen was. Halt jetzt endlich die Klappe! Ich diskutiere nicht mit dir. Wir sind einer Meinung. Ah, dann benutze erstmal du deins. Da gibt's nichts. Na, das war vielleicht eine wilde Nacht. Ah, mit mehr Followern würde ich mich besser fühlen. Mit mehr Followern würde ich mich auch besser fühlen. Ah ja. Nee, ich weiß nicht.
Ja, das ist auch so, wie man nichts bekommt. Solange du keinen Posterverkauf machst und sagst, kommt vorbei, sollte es dir eigentlich gut gehen. Ja, komm, dann hau ich auch alles raus. Weil, why not? Oh, Mist! Ich werde ja auch irgendwann sterben. Iridium können wir noch unten für den Skin-Verkäufer. Ja, genau. Für das ganze Zeug ist es. Und für die Superwaffen, die aber nicht so cool sind, wie sie sein sollten. Vielleicht noch was habe ich da unten mal hin. Das hier ist ein 235er Waffe. Auf was und verschwindest! Natürlich habe ich nichts mehr. Ich habe 94. Ne, aber natürlich. Hauptsache erstmal ausgeben. Hast du noch ein bisschen Iridium? Nicht genug, dass es sich lohnen würde. Für 180 gibt es ein relativ gutes Outfit. So, ja, die Outfits sind irrelevant. Die Waffen sind an dem Automaten, sind das, was du willst. Ja, dann wiederum sind die auch nicht so cool. Ja, nee, die Waffen, die hier sind. Ich hab, glaube ich, ein paar ganz coole Sachen gekriegt. Ich verkauf sie mal. Ja, so viel dazu. Ja, ich hau noch kurz die Waffen weg, benutze das Geld und dann. Der hier die ganze Zeit lootet. Na, ich habe auch noch was zu verkaufen gekriegt. Konzentrier dich. Malibon-Truppen könnten hinter jeder Ecke lauern. Kugeln und Bomben. Ich hatte auch mal sowas. Jo. Ich habe sehr viel Geld gewonnen gerade hier. Na dann. Verstehst du wieder im Automaten. Ja, natürlich. Ein bisschen Geld hau ich noch raus. Dann ist den Kammerschlüssel. Der Lootboxer lohnt sich, glaube ich, am meisten. Ein neues Kammerschlüsselfragment. Allein vom Halten wird mir schon mulmig. Und weil ich einen von Marcus Bellig-Burritos gegessen habe. Das ist übrigens kein vollständiger Kammerschlüssel. Niemand weiß, warum die Iridianer sie in Fragmente gespalten haben. Aber der Kammerschlüssel auf Pandora benötigt 3 Teile. Immerhin ist das ein Anfang. Du solltest zu Lilith zurückkehren. Sie und Maya haben bestimmt einiges nachzuholen. Oder was Leute mit Sozialkontakten halt so machen. Nein, danke. Keine Ahnung. Das ist mir ein steriler Raum mit chirurgischer Ausstattung. Sozialkontakte? Ekelhaft. Und weißt du, was Leute mit sozialen Kontakten tun? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Was soll ich sowas wissen? Ich kenne niemanden. Schülerin. Ich kann es jetzt nicht erklären, Lilith, aber sie wird eines Tages eine Sirene. Wir reden später darüber. Na, Killer? Maya sagt, du hast ordentlich ausgeteilt. Ja, man muss schon ordentlich in den Hintern treten können. Das glaube ich. Ein Fragment hätten wir, fehlen noch 2. So, ich habe mal die Mission abgeschlossen und ein bisschen Geld gekriegt. Wieso ist Malibon auf Athenas? Unser Schlüsselfragment ist seit Generationen geheim. Wie haben Sie davon erfahren? Ich bin nicht sicher.
Aber die Kalypsos scheinen mehr über die Kammern zu wissen als wir. Sogar mehr als Tennis. Ich habe eine 15 Schadenwaffe gekriegt. Vielleicht haben sie Maliborn befohlen, Athenas zu überfallen. Sie sind angeblich hinter der sogenannten Großen Kammer her. Und die Kammer auf Promethea muss Teil ihres Plans sein. Wir müssen vor ihnen dort sein. Das werden wir. Du kannst doch deinen verlorenen Loot hier abholen an der Maschine. Ich weiß nicht, ob ich noch jemand so nennt. Ach, okay. Ich bin schon verkauft. Bin ich auch gerade dabei. Lilith! Lange nicht gesehen! Wow, schicker Schnäuzer. Danke! Ist ein. Und war nochmal Markus. Hör zu, ich ziehe ungern die Verbündetenkarte, aber Katagawa hat einen auf einem Asteroiden stationierten Laser aufs Atlas-Hauptquartier gerichtet und droht mich zu zerstückeln, wenn ich nicht aufgebe. Ich. Hier noch Deutsch! Und Zero berichtet, dass der Laser von einem Kammerschlüsselfragment versorgt wird. Also, mehr muss ich nicht wissen. Wir machen das. Das wollte ich hören. Gut so, Verbündete. Ja, übrigens, meine Waffe kann das hier. Wenn du dann mal kurz guckst. Geh runter und hilf Reese mit seinem Moment. Laserproblem, Kammerjäger. Hoffentlich weiß Reese, was er tut. Lilith meint, er gehört zu uns. Bein aber Männern mit Schnäuzer kann man ein nicht kleines trauen. Laufendes Geschütz. Wissenschaftlich bewiesen. Das ist super cool. Aber bitte nur mit vollen Taschen. Das liegt hier immer noch. Deine Tattoos. Das wird auch ewig darum liegen. Magst du drüber reden? Ehrlich gesagt, nein. Da gibt's nichts zu reden. Verstanden. Dann sollte ich mich schnell eingewöhnen. Es ist schön, wieder auf der Sanctuary zu sein. Einer Sanctuary. Modi, meine kann das hier. Ja, ich hab's gehört. Oh ja? Ach, ich hab wieder Geld. Jetzt bin ich kein Kacke-Farmer. Das hätte ich dem Bastard sagen sollen. Ich bin tot. Herzlichen Glückwunsch. Hebst du mich kurz auf? Nimm die Medizin. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Na, ich krieg wieder nichts aus dem Automaten. Ich hab nur Schwachsinn. Der Lootboxer lohnt sich am meisten. Welcher? Der ganz am Eingang links. Bin ich müde. Na, dafür haben wir doch das Geld, um das hier auszugeben. Ja. Iridium. Oh Mist! Ich werde ja auch irgendwann sterben. Ich könnte ein paar Scag-Hoden verputzen. Das war wohl nix. Du wirst das nicht machen. Hast du gehört? Oh oh. Bin fast tot. Na, das geht noch. Oh, ich hab kein Geld mehr. Toll. Ich verkaufe noch kurz Waffen, dann hab ich gleich wieder was. Ich hab immer so viele Waffen. Ja. Damit meine ich genau eine. Oh, wobei, den Flummi brauchen wir auch nicht mehr. Der ist Schwachsinn gewesen. Ja. Bei mir hat halt nicht funktioniert, weil ich jetzt 2 Pistolen hatte. Bei mir hat er funktioniert, aber er hat fast keinen Schaden gemacht im Vergleich zu der Feuerbogenwaffe und der Shotgun jetzt. Ja, gut, dann haben wir es, oder? Nö, ich weiß es noch nicht. Dafür aber wer will sowas? Spritzen aus. Die blöden Primatenbewohner dieses Schiffs scheinen meine Spritzen zu stehlen, um sie für was auch immer zu nutzen. Ich habe keine mehr und brauche sie zurück. Hast noch 80 Iridium über, die du mir geben kannst? Nö. Kammerjäger, ich habe eine Mission für dich. Hyper mega dringend. Ich habe ein paar Sachen auf Athenas vergessen. Das muss warten. Ich war so froh, aus dem Kloster rauszukommen, dass ich einige wichtige Dinge liegen gelassen habe. Du musst sie für mich holen.
Eine super dringende Quest, muss mal ein bisschen warten bis zum nächsten Mal. Ja. Hey, stehst du auch auf Gewicht? Ja, gut, ich geh da mal raus. Na dann. War doch ganz nett. Ja, würde ich auch sagen. So, mein Charakter sieht jetzt aus, als wäre ein Farbtopf von Kopf gefallen. So muss das. Na dann. Mach mal nächsten Samstag weiter. Mhm. Na dann. Danke fürs Mitspielen. Ja, klar. Man riecht sich. Gute Nacht. Gut, na dann schicke ich euch auch noch in die Endcount. Ray noch wohin. Dann sehen wir uns am Montag wieder zu Palwood. Am Mittwoch geht es dann weiter mit Wadas. Tale of Two Sons. Freitag dann wieder Palwood und Samstag, wie ihr gerade gehört habt, Borderlands. So der Plan. Ja, ab in die Endcard. Ab in Raid.